Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen heute zurück zum zweiten Tag des Münchner Cyberdialogs, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, Sie auch heute wieder begrüßen zu dürfen. Wir hatten gestern ja schon einige interessante Aspekte und Perspektiven zum gemeinsamen Kampf gegen Cyberkriminalität erörtert und diese Diskussionen, diese Vertiefungen, die möchten wir heute fortführen. Auch heute möchten wir das natürlich gerne mit Ihnen fortführen, das heißt also nach wie vor bitte bringen Sie sich ein, diskutieren Sie mit, machen Sie Ihre Anmerkungen und stellen Sie die Fragen an auch das heute wieder sehr hochrangige und fachkundige Referenten und Referentinnenpersonal. Im Sinne des Dialogs starten wir jetzt also mit unseren Dialogforen. Das heißt, hier beschäftigen wir uns intensiv mit den jeweiligen gesetzten Themenschwerpunkten. Das ist einmal Ransomware und einmal Cyberspionage. Mit Ransomware hatten wir ja gestern auch den ersten Tag des Münchner Cyberdialogs beendet. Deswegen ist das jetzt also auch der quasi perfekte Übergangspunkt und Anknüpfungspunkt für den zweiten Tag. Und da starten wir jetzt also das erste Dialogforum zum Thema Schutz gegen Schutz gegen Ransomware. Und an dieser Stelle übergebe ich also an meinen Kollegen Guido Gerd. Er ist Leiter der Bonner Redaktion des Behördenspiegel. Guido, wir sind gespannt auf das Dialogforum und deine Gäste. Bitte sehr. So, Guido, ich muss einmal kurz einspringen. Ich glaube, da ist noch etwas auf stumm gestellt. Das ist auf jeden Fall schon mal ein erfrischender Start in diesem heute sehr warmen Tag. Vielleicht ist auch die Technik heute ein bisschen hitzefrei. Ansonsten, genau, wir nutzen mal ganz kurz die Zeit. Guido wird sich auch So, gleich nochmal einloggen. So, das klingt wunderbar. hörst du Alles mich? klar. Guido, bitte sehr. Ich höre dich. Ja, sorry. Keine Ahnung, woran es gelegen hat. Also die Einstellung habe ich nicht verändert, aber gut. Also dann nochmal jetzt auch auf der Tonspur gut hörbar, das, was ich eben schon mal eingangs gesagt habe. Zunächst mal herzlichen Dank, Lukas, für deine einführenden Worte. Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Rheinland, wo wir heute 36, 37 Grad im Raum Bonn erwarten. Also es wird ein heißer Tag und ich freue mich auf eine heiße oder wohl temperierte Diskussion auch gleich mit meinen Referenten hier im Dialogforum Schutz vor Ransomware. Und diese würde ich Ihnen jetzt auch mal gerne vorstellen. Da sind Sie auch. Wunderbar. Schönen guten Morgen, Peter Fahrenhorst, Kriminalhauptkommissar des Landeskriminalamtes NRW. Und einen schönen guten Morgen auch an Christian Radeke, Corporate Sales Engineer DACH, also Deutschland, Österreich, Schweiz, bei CrowdStrike. Und offenbar verfolgen Sie gerade eher die Copa America als die Fußball-EM, wenn ich so die Fahne im Hintergrund mir angucke. Bevor wir inhaltlich werden, würde ich gerne noch ein paar vertiefende Informationen zu Ihnen jeweils loswerden. Also, warum sitzt Peter Fahrenhorst heute hier und warum freuen wir uns, dass er sich die Zeit genommen hat? Erst als Kriminalhauptkommissar beim LKA für die Prävention von Cybercrime mit der Zielrichtung Wirtschaft zuständig. Er hat an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in NRW studiert und war zunächst 10 Jahre als IT-Ermittler tätig. Danach im Bereich polizeiliche Prävention rund um das Internet tätig, war auch Lehrbeauftragter an der Uni Bielefeld. Und wenn man sagt, er ist ein ausgezeichneter Referent, dann gilt das auch im doppelten Wortsinn, denn er wurde 2009 mit dem Preis Kooperation konkret vom Schulministerium NRW ausgezeichnet und im Folgejahr, also 2010, dann mit dem Landespreis Innere Sicherheit vom Ministerium für Inneres und Kommunales NRW. Christian Radeke, sagte ich, Zuständigkeit für den Dachbereich, ist seit 14 Jahren in der IT-Branche unterwegs, vorher bei Splunk als Sales Engineer gearbeitet, hat einen Bachelor of Science in Informatik in Hannover gemacht. So, meine Herren, vielleicht noch kurz was zum Ablauf, bevor ich Ihnen dann das Wort erteile. Wir werden jetzt jeweils einen 10-minütigen Impuls, einerseits von Herrn Fahrenhorst und einerseits von Herrn Radeke, zu hören bekommen und haben dann rein rechnerisch auch noch 20 Minuten Zeit, um in die Diskussion einzusteigen. Und die Diskussion, das sagte Lukas eingangs auch schon, die wollen wir auch gerne mit Ihrem Input führen. Also,
nutzen Sie die Gelegenheit und bringen Sie sich über den Chat mit Fragestellungen ein, die wir dann gerne hier aufgreifen und weiter diskutieren wollen. An dieser Stelle nochmal der Appell, gerne beteiligen. Wir freuen uns über Ihre Fragen, Ihre Statements. So, Herr Fahrenhorst, Sie machen den Anfang. Die Evolution von Ransomware, Verbreitungswege und Zerstörungspotenziale neuer Ransomware-Familien ist der Titel Ihres Impulsvortrages. Und dafür würde ich Ihnen jetzt die virtuelle Bühne überlassen. Ja, schönen guten Tag auch von mir. Schönen guten oder danke auch für das ja, Vorstellen. Bleibt mir ja nicht mehr viel über von zu meiner Person. Ich denke, ist alles gesagt worden, auch viel mehr, als wir heute eigentlich brauchen. Ransomware, ja, ist natürlich eines der Kernbedrohungsszenarien der aktuellen Zeit. Täter haben Wege gefunden, in Infrastrukturen reinzukommen. Die gab es auch vorher schon, Sicherheitslücken in der Architektur von IT-Infrastrukturen. Mit zunehmender Digitalisierung und immer weiter fortschreitenden Zusammenbau von Infrastruktursystemen, Netzwerken wird das natürlich immer komplexer, auch immer schwerer handelbar. Und hier haben natürlich Täter auch immer sehr schnell leichtes Spiel mit sehr einfachen Maßnahmen, Verschlüsselung von Daten oder auch Verschieben von Daten in Datenbankcontainer und versehen mit Passwörtern, Neudeutsch Ransomware, Schadsoftware in das System einzubringen. Und wenn ich keinen Zugriff auf meine Daten mehr habe, dann bin ich nicht mehr arbeitsfähig und ich werde erpresst. Gleichzeitig in aller Regel ist das so, dass mit einer Ransomware-Verschlüsselung auch eine Erpressung einhergeht. Mittlerweile haben Täter auch hier weitere Kombinationen eingebaut. Sie gehen erst in das System rein, ziehen Daten ab, sensible Daten, die man vielleicht noch irgendwo nicht unbedingt in der Öffentlichkeit haben will, also speichern sie auf einem separaten Server irgendwo auf der Welt, verschlüsseln dann kommt die eine Erpressungsmeldung, ja, du kannst deine Daten entschlüsseln und zeitgleich kommt eine zweite Aufforderung, ja, deine Daten, wenn du vielleicht mit Backup-Systemen arbeitest und stellst alles wieder her, dann haben wir trotzdem deine Daten und können die Sachen ins Netz stellen. Das heißt, die Veröffentlichung ist das zweite Bedrohungspotenzial, was hier genutzt wird. Aktuell, glaube ich, bietet sich so eine Geschichte wie die Universitätsklinik in Düsseldorf im September letzten Jahres an, wo man einfach mal die Komplexität, glaube ich, sehr gut deutlich machen kann, aber auch viele Abläufe und vielleicht auch viele Folgeschritte daraus, glaube ich, ableiten kann. Im September letzten Jahres ist, glaube ich, noch fast allen oder sehr vielen, die in dem Thema stecken, bekannt und geläufig meldete die Universitätsklinik den Befall von Ransomware. Einige Systeme liefen nicht mehr, als die Mitarbeiter morgens ins Haus kamen. Man hat dann sehr schnell reagiert, hat nachgeguckt, hat IT-Dienstleister ins Haus geholt, die natürlich vorrätig waren, hat dann auch uns als Polizei, das LKA und auch die Kollegen des Polizeipräsidiums Düsseldorf eingeschaltet, sodass man sehr schnell einsteigen konnte. Und man hat festgestellt, von 500 Servern waren 33 voll verschlüsselt. Hier glaube ich schon mal sehr deutlich die Komplexität von heutigen Infrastruktursystemen, wenn ein Krankenhaus, und am Ende ist es ja nur ein Krankenhaus, auch wenn es ein Universitätsklinikum ist, ein etwas größeres Haus, 500 Server braucht, um arbeitsfähig zu sein, dann glaube ich, ist das schon ein sehr deutliches Zeichen, wie abhängig wir von IT sind und wie komplex die IT auch ist. Aber folgende Parameter sind dann natürlich in der Folge auch als Lesson Learned quasi aus dieser ganzen Geschichte nehmen wir mit und versuchen wir auch selber daran zu lernen, aber auch diesen Transfer in die Gesellschaft zu bringen. Natürlich hat man sehr schnell festgestellt, ja, das übliche Erpresserschreiben, was in diesen Fällen kam oder kommt, kam gar nicht an die Uniklinik, sondern an die Universität in Düsseldorf. Ja, gut, dann werden die halt erpresst, aber die Daten sind bei der Uniklinik verschlüsselt worden. Also haben wir zwei Baustellen. Unsere Verhandlungsexperten sind hier in die Kommunikation mit den Tätern eingestiegen und haben sie quasi auf ihren Fehler hingewiesen, haben gesagt, ey, sorry, ihr habt nicht die Universität verschlüsselt, sondern ein Krankenhaus, hier geht es um Menschenleben. Und die Täter haben dann von ihrem, ja,
tun Abstand genommen, haben den Freischaltcode rausgegeben, keine weitere Kommentierung dazu. Das zeigt aber, glaube ich, schon dieses Märchen, mein Unternehmen, ich bin ja gar nicht Ziel von Ransomware, ist hier, glaube ich, schon ad absurdum geführt, weil die Hacker haben sich einfach schlicht und ergreifend wahrscheinlich in der Adressierung vertan und haben nach Uni Düsseldorf einfach aufgehört zu lesen und gar nicht gesehen, dass hinter Uni noch Uniklinikum kam und die falsche Infrastruktur verschlüsselt. Also muss man, glaube ich, hier schon mal die erste Lehre ziehen und sagen, ja, ich kann auch aus Versehen Opfer werden, wie es jetzt die Uniklinik in diesem Fall war. Aber was sind noch die weiteren Schritte, die wir hier aus diesem Fall, glaube ich, sehr gut lernen können, auch für die weiteren Maßnahmen, auch für die weitere Diskussion ist das, glaube ich, ganz wichtig. Ein Punkt. Die Forderungen kommen ja immer in der Regel auch mit Kryptowährungen daher. Die wollen ja nicht in Euro oder Dollar bezahlt werden, weil man eine Bankverbindung nachverfolgen kann. Also geht es über Kryptowährungen. Welches Opferunternehmen hat entsprechende Wallets in siebenstelligen Beträgen verfügbar, um jetzt mal eben auf Zuruf zahlen zu können? Nicht der hat das, aber sie sind auch nicht kurzfristig in der Lage, entsprechende Wallets zu bekommen. Sie müssen sich authentifizieren. Das sind Prozesse, die nicht ganz einfach sind, die auch nicht innerhalb von diesem Zeitfenster 24 Stunden, 48 Stunden handelbar sind. Das heißt, auch hier müsste man vielleicht schon mal gucken, gibt es Dienstleister, die in der Lage sind, die auch sowas auf Vorrat haben, mit denen man hinterher wieder in Euro und Dollar entsprechend abrechnen kann. Versicherungen sind hier vielleicht ein ganz guter Parameter. Da gibt es solche Dienstleister, die sowas vorrätig haben, die auch mit Versicherungen hier zusammenarbeiten, ohne dass man gleich eine Versicherung haben muss, aber zumindest ist die Möglichkeit, wenn man denn als Ultima Ratio zahlen will, dann letztendlich zu zahlen. Also auch das ist so für eine Vorbereitung auf so einen Schadensfall vielleicht ein guter Hinweis, dass man sich sowas mal anguckt. Haben wir sowas? Könnte unsere Versicherung sowas herstellen? Hat unser Dienstleister vielleicht einen Kontakt oder diese Kontaktdaten einfach irgendwo mit aufnehmen? Was aber für den weiteren Schritt, glaube ich, noch ganz wichtig ist, in der Analyse hat man natürlich geguckt, wie konnten die Täter überhaupt in das System kommen? Wie sind sie hier vorgekommen? Vielfach kommt es ja über eine E-Mail, die an Mitarbeiter verschickt wird, die suggeriert eine Rechnung oder was anderes. War hier in diesem Fall nicht so. Im Januar 2020 gab es einen Hinweis auf eine Schwachstelle in einem Citrix-Infrastruktursystem mit einem Patch, den man auch zeitnah einspielen soll, um diese Lücke zu schließen. Die Uniklinik hat genau das getan, was gefordert war, den Patch zeitnah eingespielt, also eigentlich alles richtig gemacht. Und trotzdem sind sie im September 2020 verschlüsselt worden, obwohl sie ja den Patch im Januar eingespielt haben. Wie kann das jetzt sein? Und hier muss man natürlich, glaube ich, auch umdenken. Die Analyse hat gezeigt, dass die Hacker schon im Oktober 2019, also gut 4-5 Monate vor Bekanntwerden des Patches, genau diese Lücke ausgenutzt haben, im Netzwerk der Uniklinik ihren Schadcode implementiert haben. Natürlich so ein bisschen Sidestep gemacht innerhalb des Systems, also woanders, wo man nicht augenscheinlich sofort nachguckt. Und haben dann alle Zeit der Welt gehabt, nämlich bis September 2020, fast ein Jahr, um dann auf den Auslöser zu drücken. Die Lehre, die wir daraus ziehen müssen, das Patchen ist eins, der Backup-Prozess wäre die Frage, hätte er hier geholfen über diesen langen Zeitraum? Wahrscheinlich auch nicht. Aber die Detektion wird immer wichtiger. Ich muss also nicht nur gucken, ich habe eine Lücke, ich habe sie jetzt geschlossen, aber ist die Lücke vielleicht schon ausgenutzt worden? Und das ist vielen Bereichen noch gar nicht so in den Systemen implementiert, dass man diese Detektion auch viel mehr Wert darauf legt, also Zusammenschluss aus weiteren Maßnahmen, Backup brauche ich, Lücken schließen, also Patch Manage brauche ich, aber ich brauche auch Detektion. Ich muss quasi False Positives in meinem System erkennen, darauf reagieren. Also auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo wir unsere Empfehlungen entsprechend umgestellt haben, dass man Detektion viel mehr mit in den Fokus nimmt. Wir kennen das aus dem analogen Umfeld. Wenn bei einem Objekt die Alarmanlage läuft, wird die Polizei gerufen, die Polizei kommt, die Alarmanlage läuft, an der hinteren Tür ist gehebelt worden, da scheinen Einbrecher eingedrungen zu sein, dann ist es ja, glaube ich, die schlechteste Polizeiarbeit, wenn man einfach nur die aufgebrochene Tür wieder zuschiebt, die Alarmanlage wieder neu scharf schaltet und fährt. Nein, das tut die Polizei nicht. Sie geht in das Gebäude rein und erst wenn sicher ist, dass niemand in dem Gebäude ist, dann ziehen wir uns aus dem Objekt zurück, schließen es wieder und dann stellen wir den Ursprungszustand wieder her. Bei der IT machen wir das aber nicht, weil wir ja gar nicht bewusst sind. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo wir alle so ein bisschen anders ansetzen müssen,
ein bisschen anders denken müssen. Wir müssen viel mehr aus der analogen Welt lernen, auch Vergleiche ziehen und in die digitale Welt übertragen. Es sind ja keine neuen Prozesse, die wir erfinden. Wir müssen sie nur auch in diesem Bereich anwenden. Ich glaube, das ist so einer der großen, wichtigen Schritte, die wir mitnehmen müssen. Und damit würde ich auch das Eingangsstatement, glaube ich, hier abschließen. Am Ende hat die Uniklinik mit diesem hergestellten Schlüssel, der natürlich geprüft werden muss, das muss man in der Sengsburg machen, da brauche ich Forensiker, immer noch 3 Wochen gebraucht, um die Systeme wiederherzustellen. Und dann habe ich nur den Ursprungszustand, dann habe ich sie noch nicht gehärtet. Das heißt, der Invest fängt dann erst an, da muss ich ja daran arbeiten, dass meine IT nicht wieder so schnell Opfer wird. Ich muss also nochmal investieren. Und alleine 3 Wochen Betriebsausfall für ein Uniklinikum, glaube ich, ist ein immenser Schaden. Bis hin, dass es hier ja im Raum stand, dass Menschenleben im Fokus waren, weil eine Patientin verlegt wurde. Die Juristen verneinen diesen Kausalzusammenhang zwischen dem Mensumwerbefall und dem Verlegen. Also die Patientin wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit verstorben. Dieser Zeitverzug war dann letztendlich nicht kausal. Aber auch hier zeigt, glaube ich, wie groß dieser Schaden sein kann, wenn man aus Versehen getroffen wurde, weil man gar nicht Opfer werden sollte, der Schlüssel hergestellt oder wieder rausgegeben wurde und trotzdem am Ende 3 Wochen sehr intensive Nachbereitungsmaßnahmen bis hin Betriebsausfall, also der dürfte auch deutlich im zweistelligen Bereich sein. Und da muss man sich halt darauf vorbereiten, dafür braucht man Notfallpläne und da bringen wir unsere Expertise auch bei Veranstaltungen, bei Awareness-Geschichten mit rein. Ich denke, damit würde ich meinen Part jetzt hier kurz enden und zurückgeben in die Regie und den zweiten Part mit einbauen. Und dann bin ich gespannt auf die Diskussion. Danke sehr, Herr Fahrenhorst, für diesen Impuls, dass Sie das Beispiel auch nochmal, das uns vermutlich tatsächlich allen noch präsent ist, der Uniklinik Düsseldorf aufgebracht haben. Ein anderes Beispiel, wo es ein bisschen anders gelagert ist, der Fall ist ja auch das Lukas-Krankenhaus auf der anderen Seite des Rheins in Neuss aus dem Jahre 2016. Da können wir vielleicht nachher in der Diskussion aber nochmal drauf eingehen, denn wie Sie vollkommen richtig sagen, ist jetzt Herr Radeke an der Reihe mit seinem Impuls quasi diesen Block abzurunden. Techniken und Tools für den effektiven Schutz von Ransomware ist das Motto, der Titel Ihres Impulses und dafür gehört Ihnen nun die Bühne, Herr Radeke. Bitteschön. Ja, vielen Dank. Zu mir wurde ja persönlich auch schon ausreichend gesagt, genügend vorgestellt. Freue mich natürlich auch, heute Morgen dabei zu sein in der Runde. Und auch meinen Input zu geben, das sind auch einige Punkte, die Herr Fahrenhorst auch schon angesprochen hat, die ich sicherlich auch noch aufgreifen werde und freue mich dann auch auf die Diskussion im Nachgang. Ganz kurz zu der Flagge. Ich wohne in einem multikulturellen Haushalt, aber ich verfolge auch die EM natürlich sehr stark. Ich habe für meinen Impulsvortrag ein paar Folien vorbereitet, die ich wahrscheinlich relativ schnell durchhämmern werde, beziehungsweise nur High-Level kurz drüber gehen werde und freue mich dann eher auf die Diskussion danach, über die Punkte dann vielleicht noch ein bisschen mehr einzugehen und zu sprechen. So, wie schon angedeutet, Thema oder Titel ist, jetzt geht es ein bisschen auch um die Techniken und Tools, was man gegen Ransomware im Prinzip auch einsetzen kann. Gestern habe ich den Tag beendet und habe den Fokus sehr stark eigentlich auf den Endpunkt oder die Endgeräte-Sicherheit gelegt, was auch ein Fokus ist von CrowdStrike. Möchte hier aber auch noch auch einige Punkte, die eben auch schon angesprochen sind, auch nochmal aufgreifen. Aber zuerst einmal möchte ich eigentlich auch eine Frage stellen, die Sie sich selber stellen und auch selber beantworten können erstmal oder darüber nachdenken können. Stellen Sie sich vor, Sie kommen morgens in Ihr Büro und Ihr Netzwerk ist von einer Ransomware-Attacke befallen. Was wäre Ihr nächster Schritt? Was wären Sie in der Lage zu tun? Und verfügen Sie über das nötige Know-how und auch die nötige Technologie, da entsprechend darauf zu reagieren? In Vorbereitung habe ich mir einige Punkte zusammengesammelt, die ich aus eigener Erfahrung in den letzten Monaten auch gesehen habe oder zusammengetragen habe und was eigentlich auch normales, logisches Handeln und Denken eigentlich ist, in ein paar Tipps zusammengefasst. Erst einmal gute IT-Hygiene. Es ist sehr wichtig zu wissen, wer und was sich in meiner Umgebung befindet, wer reingehört, wer nicht reingehört. Und Einsicht in jeden Endpunkt gibt Ihnen auch diese Infos und die
Telemetriedaten, um mögliche Lücken auch zu identifizieren und zu schließen. Hier möchte ich auch ansprechen, versäumte Patches, hatten wir eben ja auch schon angesprochen, alte Versionsstände, alte Passwörter, Benutzerkonten etc., da über alle Ebenen hinweg auch nachzudenken. Ich nehme jetzt nochmal auch noch ein aktuelles Beispiel auch nochmal mit auf. Das ist von dem Colonial Pipeline Vorfall, den sicherlich auch viele aus den Nachrichten mitverfolgt haben. Da hat es ja zum Beispiel angefangen mit veralteten oder mit alten VPN-Zugangsdaten. Da komme ich gleich auch nochmal drauf. Tipp Nummer zwei, im Prinzip, was eben auch schon angefallen ist mit dem Beispiel des Uniklinikum Düsseldorfs. Systeme und Applikationen, die irgendwie Internet zugewandt sind, entsprechend zu härten, entsprechend zu schützen, Patches rechtzeitig einzuspielen, was natürlich das Risiko reduziert, aber wie wir auch mitgenommen haben, nicht komplett eliminiert und nicht das Einzige ist, was wir tun können. Was ich auch in letzter Zeit sehr auch selber gesehen habe, ist, dass Angreifer sich auch genau solchen schwachen oder ich sag mal dem schwächsten Glied bedienen. Also ein Faktor Authentifizierung, ungepatchte Systeme. Es werden Techniken eingesetzt wie Brute Force oder Password Spraying, um solche Systeme auch angreifen zu können. Und E-Mail-Sicherheit, besonders jetzt fällt der Begriff Big Game Hunting, nutzt Phishing sehr stark. Das sind die Angreifergruppen, die sich gezielt auf lukrative und große Ziele auch konzentrieren. Und das ist halt ein initialer Zugriff für die, oder die nutzen das aus, um einen initialen Zugriff zu erhalten. Und es ist sehr, sehr empfehlenswert und wichtig, auch E-Mail-Schutz zu implementieren, dass dort Link- und URL-Filtering stattfindet. Dass auch Sandboxing ausgeführt wird von Anhängen, bevor diese zugestellt werden etc. Oder im Nachgang entsprechend auch reagieren zu können. Und dann geht auch immer mit einher das Sensibilisieren von Mitarbeitern oder von den Anwendern. Nicht mal auf alles drauf zu klicken oder jeden Anhang zu öffnen oder E-Mails auch mit Zusätzen wie zum Beispiel extern oder external mit anzuhängen, um einfach ein bisschen mehr zu sensibilisieren und die Abwehr ein bisschen höher zu stellen. Die menschliche Firewall wird ja immer genannt. Dann auch nochmal ganz kurz auf den Endpunkt, da habe ich gestern schon etwas ausführlicher drüber gesprochen, aber möchte es auch trotzdem noch erwähnen, dass auch hier Einsatz von wichtiger und richtiger Technologie wichtig ist. Und eben auch schon erwähnt, Patch-Management, Schwachstellenmanagement ist auch ein ganz wichtiger Punkt, da gerade Schwachstellen auch dann ausgenutzt werden, selbst nach dem initialen Zugang, sich diesen Schwachstellen zu bedienen, um sich auch lateral in der Umgebung auszubreiten und um mehrere Systeme im Prinzip auch damit befallen zu können. Und das wäre jetzt hier zu lang für die Liste, aber es ist auch sehr wichtig. In dem Zusammenhang möchte ich es auch erwähnen, die Best Practices im Grunde genommen für Active Directory Sicherheit auch zu befolgen. Thema Backups, vielleicht noch den Zusatz Offline Backups, ist sehr ein sehr wichtiger Punkt, wie aber auch schon eben mitgenommen, nicht ein unbedingt eine Schutzmaßnahme, aber wie komme ich an meine Daten wieder zurück? Das ist auf jeden Fall Backups, das logische Denken danach, weil Entschlüsselungen sind nicht immer erfolgreich, die brauchen viel Zeit, sind auch mit viel Kosten verbunden und da ist es wichtig, auf Backups sich auch verlassen zu können. Das heißt nicht nur, dass ich Backups erstelle, sondern dass diese auch entsprechend abgeschottet sind. Also Segmentierung ist eigentlich ein Thema oder ein roter Faden, der sich eigentlich durch viele Punkte durchzieht, dass das auch entsprechend segmentiert ist vom produktiven Netz und zwar in allen Ebenen, netzwerktechnisch, anmeldeinformationstechnisch etc. Und das macht es dann erheblich schwerer auch für Angreifer, dann diese Backups zu eliminieren, weil das wird ja erst Angreifer ermöglichen, hohe Forderungssummen auch einzufordern, wenn sie den Weg zurück in den Normalzustand so schwer wie möglich gestalten. Und Backups sind da immer ein sehr beliebtes Ziel. Virtuelle Management-Infrastruktur, dafür steht VMI.
Und da ist jetzt auch neulich auch erst wieder neue Schwachstellen bekannt geworden, gerade zu VMware vCenter. Auch hier, wie eben schon angesprochen, die sollten natürlich nicht Internet erreichbar sein. Aber was wir auch dort beobachten, ist, dass es immer vermehrt ausgenutzt wird. Angreifer sind auch innovativ, suchen sich neue Möglichkeiten. Und hier sehen wir auch einen Anstieg, gerade im Befall oder als Ziel von auch Linux-basierten Ransomwares. Also es ist nicht immer nur Windows, es sind auch andere Betriebssysteme, die immer mehr Ziel werden. Und auch schon jetzt ein paar Mal angesprochen ist, die Zugangsdaten, die Anmeldeinformationen, das ist auch eine Schicht für sich, die auch eine hohe Bedeutung hat, gerade beim Ausbreiten in einer Umgebung. Daher sauberes Management von Anmeldeinformationen ist sehr, sehr wichtig und das wird viele schwache Punkte auch schon beseitigen und das einiges schwerer machen. Auch hier wieder eigentlich Segmentierung, was wir hier auch haben. Und auch dort ist CrowdStrike aktiv, dort Technologie und Ansätze zu liefern, um das abzubilden, dass wir da auch Detections und auch Preventions in diesem Bereich auch durchführen. Und das können Sachen sein wie zum Beispiel Multifaktor-Authentifizierung. Das ist schon was ganz Einfaches, aber sehr, sehr Effektives, gerade in dem Bereich sich zu schützen. Und wie eben auch schon von Herrn Farnhorst, also es geht hier sehr gut ein, übereinander, wie eben auch schon angesprochen, machen Sie sich auch Pläne. Und wie schon auch angeboten von der Seite des Kriminalamtes, dass dort auch Unterstützung gegeben werden kann. Mein Einwurf hier ist, machen Sie sich darüber Gedanken, bevor Sie einen Befall haben, wenn Sie auch die Zeit im Grunde genommen dazu haben, sich bestimmte Szenarien und Möglichkeiten und Entscheidungen auch zu treffen und nicht erst, wenn es darauf ankommt. Weil dann ist es schwierig. Angenommen, Sie haben einen business- oder missionskritischen Service, der gerade unter Verdacht steht, von Ransomware attackiert zu sein. Wie lange brauchen Sie, um zu entscheiden, diesen Service oder diesen Server runterzufahren, da entsprechend zu handeln? Wer muss alles involviert werden? Was sind die Abhängigkeiten etc.? Solche Dinge können Sie in Ruhe, wie gesagt, vorher klären, bevor es zu einer Bedrohung kommt. Und das ermöglichen dann schnelles Handeln und schnelles Reagieren, um so ein, das macht den Unterschied oftmals von einem großen Angriff zu einem kleinen Angriff oder den Impact reduziert es schon mal dramatisch. Und dann auch, ja, gestehen Sie sich ein, Professionelle mit ins Boot zu holen oder wissen Sie, wann es an der Zeit ist, jemanden hinzuzuziehen? Haben Sie auch hier einen Plan und wissen Sie auch, wen Sie hinzuziehen können? Das macht auch den Unterschied zwischen einem großen und einem kleinen Zwischenfall. Noch besser, machen Sie sich auch mit entsprechenden Services auch schon vorher vertraut, bevor es einen Zwischenfall gibt. Eben habe ich schon eine Bemerkung in unserem Chat gesehen. Es ist nicht die Frage, ob, sondern eher, wann man angegriffen wird oder wann es einen Befall gibt. Führen Sie Assessments vorab durch. Prüfen Sie Ihre Security-Tools, Ihre Security-Strategien und testen Sie diese. Das wäre noch mein Hinweis. Und jetzt möchte ich nochmal auf diesen Eingangsbildschirm nochmal zurückkommen. Und nochmal die Frage stellen, ist Ihre Antwort immer noch die gleiche? Was würden Sie tun? Hätten Sie tatsächlich die Expertise, Zeit, Tools, Technology und so weiter? Oder waren Sie eher etwas optimistisch? Die Forderungen werden immer höher, die Angriffe werden auch immer gezielter. Eben hatte ich schon Big Game Hunting angesprochen. Das ist so der Fokus auf das Verschlüsseln. Die Ziele sind nicht mehr Einzelpersonen, es sind Unternehmen. Und wie auch eben aus dem Beispiel des Uniklinikum Düsseldorfs, Angreifer sind manchmal viel, viel länger schon im Netzwerk. Die informieren sich, die wissen genau, wo ihre Kronjuwelen sitzen und liegen und greifen diese gezielt an. Und damit gehe ich wieder aus der Präsentation raus. Das waren im Prinzip die Punkte, die ich teilen wollte und wäre auch mit meinem Impulsvortrag an dieser Stelle durch und freue mich dann auf die Diskussion jetzt im Verlauf der nächsten 15, 20 Minuten.
Herzlichen Dank, Herr Radecke, für Ihren Impuls auch. Ja, jetzt versuchen wir das mal so ein bisschen zusammenzubinden und nehmen natürlich gerne auch noch die Fragen von draußen mit rein. Hier ist noch eine Frage aufgetaucht, die steht im unmittelbaren Kontext zu dem, was Sie zum Uniklinikum Düsseldorf ausgeführt haben, Herr Fahrenhorst. Da war die Frage, wenn die Erpresser dann schon den Schlüssel rausrücken, gab es keine Möglichkeit, denen dann auch oder derer habhaft zu werden? Sprich, ließen die sich dann nicht in irgendeiner Form orten? Ja, wenn die ein klassisches Telefon genutzt hätten, wäre es, glaube ich, sehr einfach gewesen. Aber zum einen war die Kommunikation sehr einseitig. Sie haben einfach nur mit einer Mail den Schlüssel rübergegeben und das war's. Dann war die Kommunikation auch beendet. Wenn man einen solchen Kommunikationsstrang ein wenig länger am Leben lässt, könnte man technisch versuchen, an die Daten ranzukommen. Aber dieses Märchen, dass der Hacker quasi von seinem eigenen Gerät das ausmacht, damit identifizierbar ist, ist natürlich, wie es auch klassisch ist, ein Märchen. Er ist natürlich hoch intrinsische Motivation, nicht erwischt zu werden. Das heißt, er wird alle Möglichkeiten nutzen, die ihm die Technik zur Verschleierung gibt. Und im Zweifelsfall nutzt er den Kühlschrank von Herrn Radecke, weil der ein Problem in seiner IT hat und geht darüber dann zur Uniklinik. Er wird das ja nicht von seinem eigenen Rechner aus machen. Also ja, wir versuchen natürlich mit technischen Möglichkeiten, die wir zum Teil auch haben, die wir aber nicht unbedingt immer gerne preisgeben, solche Leute zu identifizieren. Aber die wissen natürlich genau, wie unsere Seite arbeitet und achten darauf, dass sie nicht den falschen Ausgang nutzen und vielleicht in Klarschrift doch mal ihre IP mitsenden. Das ist also hochkomplex. Dem Zufall geschuldet, dass es dann doch mal funktioniert. Aber in der Regel hier war die Kommunikation sehr kurz. Vielen Dank. Mal eine grundsätzliche Frage. Sie sagten ja, man soll das Thema so ein bisschen betrachten wie auch in der analogen Welt. So in der analogen Welt nehmen wir mal das Thema Einbruchsschutz. Da bietet die Polizei an, insbesondere wenn es in die dunkle Jahreszeit geht, da kommt mal jemand vorbei, schaut sich das Haus, die Wohnung an und gibt dann Tipps, wie man die Einbruchssicherheit verbessern kann, es den Einbrechern so schwer wie möglich zumindest machen kann. Weil was die ja meistens nicht haben, ist Zeit. Und wenn es dann länger dauert, dann lassen sie vielleicht von dem Vorhaben ab. Welche Angebote können Sie in der Hinsicht machen, wenn jetzt ein Wirtschaftsunternehmen sagt, wir wollen gerne was im Bereich der Prävention machen, wollen uns bestmöglich vor Ransomware schützen, liebes LKA, liebe Polizei, könnt ihr uns da in irgendeiner Form beraten und wie? Ja, wir versuchen das natürlich, wobei wir hier ganz klar sagen, wir sind keine Dienstleister wie die IT-Industrie, die Produkte hat, die Support und Consultants entsprechend im Fokus hat, kommen wir mehr von der Verhaltensebene und reden über Vorbereitung. Also das, was Herr Radek ja schon gesagt hat, ein ganz wichtiger Part, Vorbereitung auf den Ernstfall, nicht erst dann, wenn es passiert ist, sondern Notfallpläne. Kritische Unternehmen kennen das, die brauchen das, die müssen das machen, aber diese ganzen neudeutsch Subkritis und alles kleinmittelständisch und darunter müssen das im Prinzip genauso machen, sich vorbereiten auf den Fall, ich habe keine IT mehr. Und auch hier gestatten Sie mir auch hier wieder den Weg in die analoge Welt. Wir kennen das Brandschutzübungen, wir müssen regelmäßig die Mitarbeiter auf diese grünen Fluchtwege hinweisen, die sind ausgeschildert, die werden überprüft, ist das auch so, einmal im Jahr wird eine Brandschutzübung gemacht, dann wird das Gebäude evakuiert, alle müssen raus, wir kennen den Sammelpunkt, wo wir hin müssen, bei IT-Notfällen machen wir das aber komischerweise nicht, wir machen keine IT-Notfallübungen und sagen, wir stellen uns mal vor, wir haben keine IT und wie reagieren wir jetzt drauf, wie kommunizieren wir in diesem Bereich, also es ist viel dieser Bereich, den wir mit den Unternehmen einfach aus diesen Lesson Learned, die wir haben durch die Sachverhalte, durch die Verfahren, die wir bei uns geführt werden, die Fehler oder den Finger quasi in die Wunde legen und sagen, da musst du was tun, unterstützen dabei und tauschen uns aus, geben unsere Erfahrungen weiter. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Part, dieses Lesson Learned, diese Share Economy. Im Chat war es ja auch schon die Rede, es ist nicht mehr die Frage, ob ich gehackt werde, sondern wann. Und der Parameter für die Zukunft wird sein, wie bin ich damit umgegangen? Das ist, glaube ich, viel eher das Kriterium der Zukunft. Wie habe ich diese Krise bewältigt und wie bin ich in der Krise aufgestellt gewesen? Und da können wir natürlich mit einem Know-how, was die Polizei, glaube ich, hat, durchaus auch die eine oder andere Stellschraube noch mit unterstützen und die Sensibilisierung reinbringen, dass man dieses Thema überhaupt erstmal annimmt. Nicht einfach nur IT einkauft, sondern auch IT entsprechend in die Sicherheit investiert.
Vielen Dank. Das Stichwort Lessons Learned würde ich gerne aufgreifen. Lessons Learned funktioniert ja nur dann, wenn Unternehmen entsprechende Angriffe auch transparent machen, wenn die Polizei involviert wird, wenn entsprechende Kenntnisse erlangt werden auch. Ne? Wenn man versucht, das dann alles durch entsprechende Zahlungen möglichst schnell vom Tisch zu wischen und einen möglichen Image-Schaden zu vermeiden, dann haben Sie da ja prinzipiell nichts von. Und das betrifft ja dann auch Unternehmen, die da anbieterseitig Produkte anbieten. Also Sie brauchen im Prinzip eine größtmögliche Transparenz. Wie ist die Lage tatsächlich? Wo gibt es welche Ransomware-Angriffe? Inwieweit... gibt es da noch eine Dunkelziffer oder hat man irgendwie einen Gedanke oder hat sich das in den letzten Jahren auch durch das IT-Sicherheitsgesetz und weiteres verbessert, dass Unternehmen doch nicht nur aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen, sondern auch aufgrund eines kleinen Shifts im Mindset jetzt eher bereit sind, derartige Vorfälle öffentlich zu machen, als das vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Vielleicht mal, Herr Radecke, Sie haben ja einen Einblick in den Markt gewissermaßen. Und dann kann das Herr Fahrenhorst aber auch sehr gerne kommentieren. Ja, also Schutz, was ich sehe, ist, es gibt keine Industrie, die nicht irgendwie Angriff oder Augenschein genommen wird von Angreifern. Das ist auch unabhängig von Unternehmensgröße, sowohl wie große Enterprise-Unternehmen als auch kleine mittelständische Unternehmen sind ganz klar Angriffsziele. Das ist auf jeden Fall, was ich sehe. Die Zunahme gerade im Bereich Ransomware ist auf jeden Fall ansteigend oder vermehrt sich. Was wir beobachtet haben über das Jahr 2020 hinweg, ist, dass sich das ja mehr als verdoppelt hat als zu dem Jahr davor, was jetzt aus unseren eigenen Erfahrungen herausgeht. Natürlich, CrowdStrike ist ein Anbieter von Endgeräteschutz, aber wir bieten auch Services an, proaktive Services. Gerade Incident Response, Leuten aus der Patsche zu helfen sozusagen. Und dort werden auch regelmäßig Berichte auch auf unserer Webseite auch veröffentlicht mit Reports, Frontline Reports, Global Threat Reports, die auch genau diese Daten und Statistiken auch analysieren. Welche Industrien sind am meisten befallen? Da sind halt typischerweise Telekommunikation, Technologiebetriebe, Manufacturing, solche Sachen sind immer sehr weit oben. Aber trotzdem ist es weit gestreut über jeglichen Sektor hinweg eigentlich. Ich hoffe, das gibt ein wenig Ansicht, auch das einzuschätzen. Es gibt nicht, also es ist auf jeden Fall ein starker Anstieg zu festzustellen und keiner ist ja unbetroffen oder ungeschützt. Kann ich nahtlos dran anschließen. Das ist ja eigentlich genau das. Wenn wir alleine nur die Fehler in der Architektur Microsoft Exchange sehen, ein Exchange-System haben fast alle Unternehmen irgendwo ab einer gewissen Größe, wenn sie Mail-Systeme haben. Und die waren ja schon lange bekannt. Das heißt, das muss ich natürlich auch in meiner Kalkulation noch drin haben, dass ich selbst in meiner langjährig betriebenen Infrastruktur Fehler finde, die gar keiner kannte und die jetzt erst später auf den Markt kommen. Aber das ist genau dieses Thema Dunkelfeld. Nicht jeder, nach IT-Sicherheitsgesetz muss man ja bestimmte Sachen melden, wenn Daten wegkommen oder ab einer gewissen Größe, nämlich Kritis. Aber dieses ganze große Feld darunter ist natürlich das Dunkelfeld. Gebe ich Ihnen recht, Herr Gerd, ist so. Arbeiten wir dran? Das ist eine Frage des Verständnisses. Wie weit oute ich mich? Nicht jede Anzeige oder es landet nicht jeder Vorfall bei uns durch eine Anzeige. Da gibt es unterschiedliche Gründe, warum das so ist. Das müssen wir akzeptieren, weil es gibt ja keine Anzeigenpflicht in diesem Deliktsbereich. Von deswegen versuchen wir natürlich durch Networking, durch Sensibilisierung hier Türen aufzumachen, um das mehr in der Gesellschaft quasi aufzustellen, dass es keine Schande ist, Opfer von Cybercrime zu werden, sondern eben dieser Austausch und dieses Lesson Learned, die Gesamtgesellschaft hier wieder schützt. Wenn der eine darüber redet und der Nächste daraus lernt, dann wäre natürlich der Anspruch, dass der Nächste, der daraus gelernt hat, das genauso macht und sein Wissen auch wieder weitergibt und alle am Ende davon partizipieren. Deswegen ist NRW hier breit aufgestellt mit einem Bitkom-Kooperation mit Voice, Bundesverband und der IT-Anwender, mit einem ECO. Also wir nutzen genau diese Networking-Kanäle, um da Vertrauensbasis zu schaffen. Es darf natürlich auch gar nicht sein, dass
durch eine polizeiliche Maßnahme Reputationsschaden erhöht wird, weil dann die Streifenwagen vorfahren, weil dann die Server irgendwo oder in der Presse dann irgendwas steht. Das ist natürlich ein No-Go. Das ist genauso, gehört zu unserer Arbeit dazu, dass wir die Maßnahmen mit den Unternehmen abstimmen. Und wenn die Unternehmen Pressemaßnahmen machen, dann begleiten wir das, um da vielleicht auch aus den Fehlern zu lernen. Aber wir werden natürlich nie proaktiv sagen, wir haben jetzt für Unternehmen XY gearbeitet. Wir haben ja keine Referenzlisten. Wir arbeiten nach Regeln des Datenschutzes und Opfer in Strafverfahren. Und so sind ja die Unternehmen dann auch, gehören nicht in die Presse. Aber wenn es dann irgendwann hochkommt, und das ist natürlich auch ein Zeichen der digitalen Welt, man bekommt mit, bei irgendeinem Unternehmen hakt's, da läuft es nicht. Und dann ist natürlich schnell die Presse da und sagt, ja, irgendwie Cybervorfall und das läuft nicht wie gewohnt. Diesem proaktiv zu begegnen und das dann aufzunehmen, dann habe ich das Kommunikationsheft in der Hand und kann selber entscheiden, was über mein Unternehmen in der Presse steht, anstatt dass ich warte und die Presse behauptet, das ist jetzt ein Cybersicherheitsvorfall. Das sind ja auch so Parameter. Also wir versuchen an mehreren Fronten daran zu arbeiten, dass das Dunkelfeld besser wird und heller wird. Das geht aber nur, wenn auch die Unternehmen sagen, ja, bei uns ist was, wir hatten ein Problem und wir haben da das und das angemacht oder gesetzt und sind so mit diesem Problem umgegangen. Daraus lernen wir als Gesamtgesellschaft. Das ist noch nicht so, da haben wir noch viel Luft nach oben, aber wir arbeiten daran, dass das irgendwann nicht gesellschaftsfähig wird, aber der Umgang damit gesellschaftsfähig wird. Vielen Dank. Sie haben das Vertrauen angesprochen. Vertrauen, die Polizei einzuschalten. Ich bin mal wieder beim analogen Beispiel. Also wenn irgendwo ein Einbruch oder ein Diebstahl geschieht, wird die Polizei eingeschaltet in dem Vertrauen, dass sie auch der Täter dann habhaft wird. Also wie wichtig ist es auch für Ihre Präventionsarbeit letzten Endes, dass man hin und wieder mal so ein Netzwerk auf jeden Fall aushebt, dass man Leute klar benennt und denen dann auch die auch einbuchtet am Ende des Tages oder irgendwelche strafrechtlichen Konsequenzen da auch auftauchen. Ja, muss man ja so sagen. Ne? Also das ist ja wahrscheinlich die beste Werbemaßnahme überhaupt, wenn dann irgendwo in der Zeitung steht, LKA NRW konnte im Verbund mit anderem Netzwerk XY aushebeln, dadurch Schäden vermieden von XY-Betrag. Ne? Also das, wie wichtig ist es, dass es da am Ende auch mal strafrechtliche Konsequenzen für ein derartiges Handeln gibt? Das ist, glaube ich, ja schon quasi die intrinsische Motivation jedes Polizisten, einen Täter zu kriegen, auch dingfest zu machen. Ob der hinterher verurteilt wird, ist Gewaltenteilung, das macht die Justiz. Auch da arbeiten wir mit der justizzentralen Ansprechstelle sehr eng zusammen. Das ist natürlich der erste Impuls eines Polizisten. Ist einfach so, das ist der Berufsethos. Aber auch hier, glaube ich, zumindest in unserem Teilbereich so ein Paradigmenwechsel, weil wir haben keinen Einfluss darauf, ob wir an die Serverdaten aus einem Russland oder aus anderen, aus China kommen und dann vielleicht auch darüber den Täter kriegen. Das ist, muss man einfach akzeptieren, dass es da internationale Geschichten gibt, wo wir keinen Einfluss drauf haben. Von deswegen, für uns ist auch so eine Art Paradigmenwechsel, wenn wir hinzugezogen werden, dann ist der erste Anspruch, den wir haben, dass durch die Maßnahmen der Polizei der Schaden nicht größer wird. Das heißt, wir legen den Fokus, unser Know-how, unser Wissen in den Fall mit einzubringen, dass es der Schaden begrenzt wird. Wir sind mehr eine Feuerwehr. Auch die Maßnahmen, die wir natürlich mit dem geschädigten Unternehmen gemeinsam abstimmen, in erster Linie dazu führen, die Schadensminimierung zu machen und nicht den Täter zu kriegen. Es darf also nicht sein, dass wir auf Teufel komm raus daran arbeiten, den Täter zu kriegen, aber am Ende die Firma kaputter ist, als sie durch den Angriff selber war. Das sind auch keine zeitgemäßen Maßnahmen mehr. Von deswegen verstehen wir uns mittlerweile mehr so als Feuerwehr mit Support, mit Unterstützung. Und wenn wir da noch den Täter kriegen, dann ist das noch nice to know, aber wir wissen, wir werden nicht jeden Täter kriegen in der globalen Welt. Das ist einfach so, das muss man akzeptieren. Auch hier so ein kleiner Paradigmenwechsel in der Arbeit der Polizei. Dann ist es, glaube ich, auch wertvoll für uns als Polizei, wenn man sagt, wir haben Unterstützung geleistet, das Unternehmen steht jetzt nicht so schlecht da wie vorher oder besser da, weil wir geholfen haben. Ja, den Täter haben wir nicht gekriegt, okay, das ist so. Das ist, glaube ich, dieser Anspruch. Ich habe vor 40 Jahren bei der Polizei angefangen. Da hat man natürlich so als junger Mensch das hehre Ziel, ich werde die Kriminalität quasi ausmerzen. Und am Ende stellt man fest, auch wenn ich aufhöre in ein paar Jahren, wird es trotzdem noch Kriminalität geben. Das muss man aushalten. Das gehört zum Gesellschaft, glaube ich, dazu. Vielen Dank.
Abschlussfrage mit Blick auf die Uhr geht an Herrn Radeke. Sie hatten das auch in Ihrer Präsentation beschrieben. Also für die Unternehmen, für die Wirtschaft ist es ja wichtig, im Falle einer erfolgreichen Ransomware-Attacke so schnell wie möglich zum einen wieder zurück ins Business zu kommen und die Folgen möglichst abzumildern. Stichwort Notfallplanung, Notfallmanagement. Da hatten Sie gesagt, das sollte man schon in Anführungszeichen in Friedenszeiten eine entsprechende Planung aufsetzen, um dann am Tag X für den Fall X gewappnet zu sein. Was sind denn so die tragenden Säulen einer derartigen Notfallplanung, wenn man es mal holzschnittartig kurz darstellen möchte? Ja, die wichtigsten Punkte sind einfach, bestimmte Entscheidungen schon vorher zu treffen. Darum geht es, weil das viel, viel Zeit spart. Das A und O, gerade in der Verteidigung, besonders wenn es schon anfängt zu brennen, ist die Zeit. Angreifer bewegen, also sobald sie einmal drin sind, bewegen sie sich schnell und man muss schnell reagieren. Von daher alles, was man tun kann, um diese Zeit, diese Reaktionszeit oder Bereinigungszeit zu reduzieren, umso besser. Da hatte ich eben das Beispiel halt angeworfen mit, okay, jetzt haben wir ein business-kritisches System. Jetzt haben wir so einfach mal in den Raum geworfen, ein Ausfall für 10 Minuten kostet 50.000. Den runterzufahren oder zu stoppen oder auszuschalten, das ist, könnte für manche Unternehmen schon sehr, sehr einschneidend sein, den mehrere Stunden oder Tage nicht am Laufen zu haben. Von daher machen Admins das nicht einfach. Das ist so ein simples Beispiel von Szenarien oder so Playbooks, die man sich vorher auch überlegen sollte, wenn dieses passiert. Wie reagiere ich da drauf? Was muss ich runterfahren? Wo gibt es Abhängigkeiten? Etc. Dass solche Schritte, solche Automatismen im Prinzip schon vorher stehen und da sind, damit es zum kritischen Zeitpunkt Zeit reduziert. Das ist die Motivation dahinter. Sonst dafür ist natürlich dann auch zu prüfen, prozessual habe ich jetzt angesprochen, aber auch technologisch habe ich alles dafür, um diese Dinge auch vollziehen zu können, um Sachen auch eventuell nachvollziehen zu können. Ganz am Anfang wurde ja auch das Beispiel gegeben mit der Schwachstelle. Ne, Schwachstelle wurde bekannt, es wird zeitnah gepatcht. Aber Angreifer waren vielleicht schon viel, viel früher da. Was habe ich denn da überhaupt an Mitteln und Technologie auch, um sowas nachzuprüfen, zu detektieren? Und das sind auch Themen oder Dinge, die man sich vorher annehmen sollte oder besprechen sollte und prüfen muss, um zu sehen, wie bin ich denn aufgestellt? Habe ich das Know-how dafür? Habe ich die Zeit dafür? Etc. Das sind elementare Dinge, die dafür sehr, sehr wichtig sind. Was dabei hilft, konkreter zu werden, sind bestimmte Übungen auch durchzuführen. Da gibt es Übungen, die nennen sich dann Tabletop-Exercises, Red-Teaming, Blue-Teaming-Sachen, Penetrationstests, um halt auch bestimmte Momentaufnahmen im Prinzip zu haben, um zu sehen, gibt es Dinge, die verbessert werden müssten, etc. pp. Das sind auf jeden Fall Sachen, die ich empfehlen würde. Herzlichen Dank nochmal für diese Tipps am Ende. Herzlichen Dank für die Vorträge, die sind auch im Chat gelobt worden. Herr Fahrenhorst, ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg für Ihre Präventionsarbeit im Bereich des Cybercrimes. Ihnen wünsche ich gute Geschäfte, Herr Radeke, und gute Lösungen. Und die Brasilien-Flagge kenne ich. Auch ich komme aus einem entsprechenden Multikulti-Haushalt. Insofern ist mir die natürlich direkt ins Auge gesprungen. Also bei der Fußball-WM haben wir hier auch immer Spaß. Ganz herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Ich gebe jetzt direkt weiter zum nächsten Dialogforum nach Berlin und würde dazu meinen Kollegen Benjamin Stiebel gerne begrüßen. Und meine Herren, ganz herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle. Ja, wunderbar. Ben, was hast du denn jetzt mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern vor? Jo, schönen guten Morgen erstmal. Hallo Guido. Wir befassen uns jetzt mit einem Thema, das vielleicht nicht ganz so sehr im Rampenlicht steht wie Ransomware, aber trotzdem nicht weniger wichtig ist. Vor allen Dingen, wenn man das danach beurteilt, welche Schäden damit im Zusammenhang stehen. Und zwar geht es uns jetzt hier um die Cyberspionage. Dazu begrüße ich als Gesprächspartner Herrn Arne Dreisigacker. Schönen guten Morgen auch an Sie. Schön, dass Sie da sind.
Herr Dreißigacker ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen, kurz KFN. Er leitet dort das Forschungsprojekt Cyberangriffe gegen Unternehmen. Er war vorher einige Jahre im gehobenen Dienst bei der Berliner Polizei tätig, hat dann aber in die Wissenschaft gewechselt mit einem Studium der Soziologie. Am Kriminologischen Forschungsinstitut ist er seit 2015 tätig, befasst sich dort mit verschiedenen Themen, unter anderem auch dem Kriminalitätsdunkelfeld und Einbruchdiebstahl. Und das Forschungsprojekt zu Cyberangriffen auf Unternehmen leitet er dort seit 2018. Nun wollen wir uns aber dem Thema Cyberspionage, Prävention und Reaktion zuwenden. Und zunächst würde ich Sie gerne einmal fragen nach der aktuellen Lage im Bereich Cyberspionage. Also bei der Cyberkriminalität, um die es bisher bei der Veranstaltung hier ja viel ging, ist es ja so, dass es da so einige Lagebilder gibt, vor allem das Bundeslagebild Cyberkriminalität vom Bundeskriminalamt. Das ist ja vor einigen Wochen herausgegeben worden. Im BSI Lagebild zur Cybersicherheit steht auch viel zur Cyberkriminalität und auch viele IT-Sicherheitsunternehmen geben regelmäßig entsprechende Papiere heraus. Wie ist es denn im Bereich der Cyberspionage, um die es uns ja heute gehen soll, wie würde denn da das Lagebild Cyberspionage aussehen, wenn Sie das mal kurz zusammenfassen müssten? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Einleitung, Herr Stiebel. Sie haben recht, Lagebilder gibt es sicherlich viele. Dabei muss man sich natürlich auch immer angucken, auf welcher Datengrundlage sie basieren. Und wie verallgemeinerbar sie sind, auf welche Unternehmen kann man die Aussagen denn verallgemeinern. Also wenn man sich das anguckt, dann reduziert sich die Zahl der Studien auch schon mal. Speziell zur Wirtschaftsspionage und zur Cyberspionage gibt es, soweit ich sehe, relativ wenige wissenschaftliche Studien. Das Max-Planck-Institut in Freiburg hat im Jahr 2017 eine Dunkelfeldbefragung bei knapp 600 kleinen und mittleren Unternehmen. Bis 250 Beschäftigte ging das, zum Thema Wirtschaftsspionage und Konkurrenzausspähung durchgeführt. Die Unternehmen gehörten da zum produzierenden Gewerbe und zu industrienahen Dienstleistern. Und von diesen gab etwa ein Fünftel an, innerhalb der letzten 5 Jahre mindestens einen Spionagevorfall erlebt zu haben. Da sind aber allerdings auch die analogen Spionagefälle inkludiert. Die Verbindung zur Cyberspionage machte allerdings auch einen großen Anteil aus. Bei 2/3 dieser Vorfälle spielten zum Beispiel E-Mails mit kritischen Inhalten eine Rolle und bei 1/4 Bring Your Own Device, also der Einsatz von privater Hard- und Software. Ja, das MPI betont zu Recht auch, dass im Bereich der Spionage vor allen Dingen ein großes Dunkelfeld und ein großes absolutes Dunkelfeld auch geben wird. Das heißt, insbesondere Vorfälle, von denen die Betroffenen selbst nichts mitbekommen, gehen halt auch in solche Befragungsstudien nicht ein. Also sie bleiben im Dunkeln. Das kann dann auch nicht durch Wissenschaft aufgehellt werden. In der Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen, in der ich mitarbeite, wurde 2018, 2019 eine repräsentative Stichprobe von netto 5000 Unternehmen ab 10 Beschäftigten zum Thema Cyberangriffe erhoben und diese Unternehmen befragt. Jedes 9. Unternehmen, also 11,3%, gaben in der Studie an, innerhalb der letzten 12 Monate, also innerhalb eines Jahres, auf mindestens einen Spyware-Angriff reagiert zu haben, also auf Schadsoftware zur Ausspähung von Nutzeraktivitäten und sonstigen Daten. Dieser Anteilswert hat sich in der Folgebefragung, die wir in 2020 durchgeführt haben, auch nicht wesentlich verändert. Im Vergleich zu anderen Cyberangriffsarten macht die Größe der Unternehmen keinen Unterschied. Also große Unternehmen sind in etwa ähnlich stark betroffen. Die ganz großen waren mit 15% etwas häufiger betroffen. Ein Unterschied macht allerdings die Branche. Also wir haben gesehen, dass es Branchen gibt, die häufiger auf Spyware-Angriffe reagieren müssen, und dazu zählen bei uns der Maschinenbau, verschiedene Warenhersteller, überraschenderweise die Gastronomie.
Daneben gab es allerdings auch weitere Unternehmensmerkmale, die ebenfalls im Zusammenhang mit mindestens einem Spyware-Angriff in den letzten 12 Monaten standen. Signifikant häufiger betroffen waren Unternehmen mit mehr als einem Standort in Deutschland, Unternehmen mit mindestens einem Standort im Ausland, Unternehmen, die im Exportgeschäft tätig sind, waren häufiger betroffen und Unternehmen, die besondere Produkte, Herstellungsverfahren oder Dienstleistungen anbieten oder die über eine besondere Reputation oder einen besonderen Kundenkreis verfügen. Also das sind so Merkmale, die im Zusammenhang mit einem erhöhten Risiko vor Spyware-Angriffen stehen. Ähnliche Zusammenhänge fand auch die MPI-Studie. Also da konnten wir das Ergebnis sozusagen reproduzieren. Hier waren es Unternehmen mit Produktion im Ausland oder mit Forschung und Entwicklung im Ausland, die häufiger betroffen waren. Also scheinen nicht alle Unternehmen gleichermaßen betroffen zu sein, unabhängig von der Größe. Spyware-Angriffe machen etwa 12% aller berichteten Cyberangriffe aus. Sie gehören zu den Angriffsarten neben Phishing und sonstiger Schadsoftware, auf die innerhalb dieses Zeitraums von 12 Monaten auch mehrfach reagiert werden musste. Im Schnitt waren es bei uns 2 bis 3 Mal im Jahr. Zu den Kosten könnte ich vielleicht noch was sagen. Die direkten Kosten haben wir erhoben, also nicht die indirekten wie Reputationsschäden oder Verlust von Wettbewerbsvorteilen, sondern direkte Kosten, die gleich entstanden sind infolge des Angriffs. Und die waren bei Spyware-Angriffen relativ gering und lagen im Durchschnitt bei 4.700 Euro. Wie gesagt, wir haben auch Angriffe erhoben, die rechtzeitig abgewehrt werden konnten. Also es sind halt Angriffe, auf die reagiert werden musste. Und wir sehen, dass ein Großteil der Reaktionen dann auch erfolgreich war. Ja, die Kosten sind überwiegend mit externer Beratung und mit Sofortmaßnahmen zur Abwehr und Aufklärung verbunden. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang, dass die Unternehmen gerade bei dieser Angriffsart Schwierigkeiten haben, die Schäden überhaupt zu beziffern, insbesondere die indirekten Schäden. Dies gilt noch viel mehr also für indirekte Schäden wie Wettbewerbsverluste oder entwendete Produktionsgeheimnisse. Solche Schäden können noch Monate nach dem festgestellten Vorfall eintreten und dürften bei erfolgreichen Angriffen dann auch ungleich höher ausfallen als die direkten Schäden, die unmittelbar entstehen. Das MPI berichtete, dass der Spionagevorfall bei etwa 5% der betroffenen Unternehmen eine existenzgefährdende Auswirkung hatte. Was gibt es noch zu sagen? Spyware-Angriffe wurden nur von einem Fünftel der betroffenen Unternehmen angezeigt. Auch hier ein ähnliches Ergebnis beim MPI, 22% sind es dort. Das Dunkelfeld, also die Zahl der Vorfälle, von denen die Strafverfolgungsbehörden nichts mitbekommen und die auch in keine Statistik eingehen, keine offizielle, die ist demnach sehr groß, auch wenn sie bei anderen Delikten noch größer ist. Der Hauptnichtanzeigegrund ist die fehlende Aussicht auf einen Ermittlungserfolg. Und in der MPI-Studie wurden daneben noch die Geringfügigkeit des Schadens angeführt und Unklarheit über den Aufwand bei einer Anzeige. Ja, soweit zum Lagebild erstmal. Ja, vielen herzlichen Dank für diesen ersten Überblick. Bevor wir jetzt gleich weitersprechen, noch einmal die Aufforderung und Bitte an die Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie können sich natürlich auch hier wieder gerne mit Fragen beteiligen. Eine Frage habe ich auch schon gesehen im Chat, die würde ich gleich direkt mal mit aufgreifen wollen. Und zwar die Frage, wie es denn mit Hochschulen aussieht bei der Betroffenheit. Haben Sie dazu Zahlen? Zu Hochschulen direkt habe ich keine Zahlen. Wir haben die Unternehmen nach WZ-Klassen, also Wirtschaftszweigklassen, erhoben und können da differenzieren. Und ich habe jetzt keine Zahl zu Spyware-Angriffen direkt im Kopf. Da würde ich Sie verweisen auf unseren Forschungsbericht, der auch online frei zur Verfügung steht. Dort gibt es umfangreiche Tabellen zu den einzelnen Wirtschaftszweigen und da findet sich dann auch der Bereich Bildung, unter dem das fallen würde. Da kann man nachgucken, die genaue Zahl. Okay, vielen Dank.
Ich hatte eingangs ja schon mal gesagt, wir haben jetzt hier mit Cyberspionage ein Thema, das nicht ganz so im Rampenlicht steht wie jetzt vergleichsweise Ransomware. Das liegt natürlich in der Natur der Sache, ne, bei einem Ransomware-Angriff. Da will ich ja als Täter, dass der Betroffene merkt, dass er angegriffen wurde. Bei Cyberspionage ist genau das Gegenteil der Fall. Wenn aber über Cyberspionage berichtet wird und Fälle bekannt werden, dann handelt sich das da meistens ja um relativ spektakuläre Geschichten, wo dann die Spur dann oftmals nach Russland, nach China führt, wo man dann davon ausgeht, dass da staatsnahe Hackergruppen tätig sind, die dann auch entsprechend mit diesen staatlichen Ressourcen enorm ausgestattet sind. Ist das so die typische Hackergruppe, die Spionage ausübt? Oder wie sieht das aus? Sind das nur die Fälle, die an die große Glocke gehängt werden? Also braucht es wirklich mehr Know-how? Braucht es wirklich diese extrem professionelle Ausstattung, um Cyberspionage durchzuführen? Ja, sicherlich ist für einen lange unerkannt bleibenden APT mehr Know-how nötig. Aber ich gehe davon aus, dass auch dieses Know-how wie bei anderen Angriffsarten auch käuflich zu erwerben ist. Also Stichwort Crime as a Service ist schon gefallen. Oder man erwirbt gleich ganze Datensätze aus bereits laufenden Angriffen. Also allein vor diesem Hintergrund ist auch mit anderen Tätern oder Tätergruppen zu rechnen. In der erwähnten MPI-Studie, da wurden auch Akten ausgewertet zu Spionagefällen und also Fälle, die ins Hellfeld gelangten. Und da waren es zu 2/5 Innentäter sogar, zu 1/3 Außentäter und bei einem weiteren 1/5 haben Innen- und Außentäter zusammengewirkt. Also auch diese Gruppen sind hier scheinbar stark vertreten. Die Motivation lag in der Hauptsache dabei Rache, bei finanziellen Profit, Know-how und oder Wettbewerbsvorteilen. Also auch diese Ergebnisse sprechen dafür, dass es eine Vielzahl von Tätergruppen zu geben scheint. Und gibt es Erkenntnisse dazu, woher diese Angriffe kommen? Also Russland und China hatte ich ja jetzt schon mal in den Ring geworfen. Sind das wirklich so die Ursprungsländer, nenne ich es mal, wo das im Wesentlichen herkommt? Oder beobachtet man teilweise auch Konkurrenzausspähung zum Beispiel, die innerhalb Deutschlands zum Beispiel stattfindet? Genau, also beides wird der Fall sein. Also es sind durchaus auch skrupellose Konkurrenten, die da aktiv werden. Da gibt es auch einige Fälle, aber auch international das Geschehen. Ne? Also auch die Hidden Champions in Deutschland sind interessant für andere Unternehmen, die dann vielleicht das Know-how abgreifen wollen. Genaue Zahlen kann ich Ihnen dazu leider auch nicht liefern. Die Täterforschung ist kaum vorhanden. Auch wir als Wissenschaftler haben genauso wie die Polizei Probleme, an diese Personen ranzukommen. Stichwort Polizei. Sie hatten schon erwähnt, dass die meisten Fälle gar nicht zur Anzeige kommen. Wie ist es denn grundsätzlich um die Zusammenarbeit, sag ich mal, mit den Sicherheitsbehörden bestellt? Ich meine, der Verfassungsschutz ist ja in dem Bereich Wirtschaftsschutz auch noch ein wichtiger Akteur. Sehen Sie, dass das bei den Unternehmen auch ankommt, dass man da Unterstützung bekommen kann? Es geht ja vielleicht nicht immer nur darum, dass es zu Anzeigen kommt und dass die Täter dingfest gemacht werden, sondern vielleicht gibt es ja auch Unterstützungsmöglichkeiten, die man zum Beispiel vom Verfassungsschutz, aber auch von der Polizei erhalten kann. Genau, also wir haben die Unternehmen, die angezeigt haben, natürlich auch gefragt, wie dann die Erfahrungen waren. Und die wenigsten berichten davon, dass ein Täter gefasst wurde. Ich glaube, es lag im unteren einstelligen Prozentbereich, wo dann auch ein Täter überführt werden konnte, insgesamt auf Cyberkriminalität gemünzt. Die Unternehmen, die angezeigt haben, äußerten sich aber dann mindestens zu 50% positiv zu den Erlebnissen. Also berichten sehr wenige, dass der Betrieb stillstand oder negativ beeinträchtigt wurde.
Und der Großteil der Unternehmen würde es auch anderen Unternehmen empfehlen, Anzeige zu erstatten. Also da wird ein Faktor sein, dass man eben Hilfe bekam, auch zur weiteren Absicherung des Systems. Aber auch natürlich die Intention, dass man das Problem gesellschaftlich sozusagen bekannt machen möchte, und indem sich die offiziellen Fallzahlen erhöhen, kann man das damit erreichen. Mhm. Dann lassen Sie uns noch darüber sprechen, wie ich denn jetzt als Unternehmen mit diesem Problem am besten umgehe. Also erstmal die Frage, was so an technisch-organisatorischen Maßnahmen so im Bereich Cybercrime bekannt ist und was wir jetzt auch die in der Veranstaltung hier schon besprochen haben in Teilen. Sind das Maßnahmen, die auch automatisch gegen Cyberspionage schützen? Oder muss ich, wenn ich selber von mir ausgehe, dass ich ein Unternehmen bin, das da sehr gefährdet ist, muss ich da noch andere Maßnahmen zusätzlich ergreifen? Also ich denke, die basalen technischen und organisatorischen Maßnahmen bieten auch einen Schutz vor Cyberspionage, gerade vor Cyberware. Attacken, zumal diese nicht immer nur von hochprofessionellen und gut ausgerüsteten staatsnahen Tätern ausgehen. Wichtig ist, glaube ich, dass man sich im Klaren darüber ist, welcher Datenschatz da ist und welcher Datenschatz besonders zu schützen ist. Also was ist das Wertvollste für das Unternehmen? Es wurde heute auch schon angesprochen, eine regelmäßige Risiko- und Schwachstellenanalyse ist in dem Zusammenhang sehr sinnvoll. Daraufhin lassen sich dann verschiedene IT-Sicherheitsmaßnahmen, und dazu gehören eben nicht nur technische, individuell abstimmen. Letzte Woche hat die Bundesregierung entgegen großer Bedenken die Anpassung des Verfassungsschutzrechts bewilligt und damit den möglichen Einsatz von Staatstrojanern. Also das macht noch einmal sehr deutlich, dass technische Sicherheitslücken offen sind und auch in Zukunft offen gehalten werden. Und diese werden eben nicht nur von Strafverfolgungsbehörden genutzt. Also das heißt, selbst wenn man zum Beispiel Multifaktor-Authentifizierung mit biometrischen Merkmalen und grafischen Passwörtern oder technische Verschlüsselung von Kommunikation und sensiblen Daten bereits einsetzt, sind zur Verhinderung von Cyberspionage auch noch weitere Maßnahmen sinnvoll. Also zum Beispiel individuelle, auf aktuelle Aufgaben angepasste Nutzerrechte, das intensive Monitoring von Datenströmen, solche Dinge. Und daneben gibt es sicherlich auch viele individuelle Präventionsmaßnahmen, zu denen zu raten wäre, die das Verhalten und die Sensibilisierung der Beschäftigten betreffen. Zum Beispiel regelmäßige Schulungen zur Informations- und IT-Sicherheit im Unternehmen, Regeln zur Mitnahme und Nutzung von unternehmenseigenen Geräten ins Ausland oder Sicherheitsregeln für externe Mitarbeiter und Geschäftspartner. Vor dem Hintergrund, dass von Beschäftigten oder ehemaligen Beschäftigten ein erhebliches Risiko auszugehen scheint, sind auch das Vier-Augen-Prinzip bei sensiblen Aufgaben oder wenn man was verändert am IT-System, sowie ein sicherheitsbewusstes Personalmanagement sinnvoll. Also man muss sich schon angucken, von der Personalakquise bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses, ist der Beschäftigte zufrieden und loyal oder ist damit zu rechnen, dass von diesem eine Gefahr ausgeht. Ja, so könnte zumindest das Rachemotiv dann vermieden werden, wenn alle zufrieden sind. Eine einfache Musterlösung gibt es auch bei der Cyberspionage nicht. Die kann ich Ihnen leider auch nicht liefern. Okay, vielen Dank. Aber das sind doch schon mal einige gute Hinweise. Vielleicht als letzte Frage, wenn ich das nun alles einigermaßen beherzt habe, bin ich ja trotzdem nicht hundertprozentig sicher. Wenn ich jetzt einen Vorfall in meinem Unternehmen merke und ich habe Grund zur Annahme, dass es sich um Spionage handelt, wie reagiere ich da? Gibt es da Unterschiede zu Ransomware zum Beispiel? Weil es ja möglicherweise auch in meinem Interesse sein könnte, herauszufinden, wer da genau nach was sucht. Oder wäre er dazu zu raten, um weitere Schäden zu verhüten, sofort Alarm zu schlagen und sodass der Eindringling quasi dann auch merkt, dass er entdeckt wurde? Ja, die Frage lässt sich sicherlich nicht pauschal beantworten und wird wahrscheinlich in jedem Einzelfall immer wieder neu zu stellen sein. Letztendlich wird es darauf ankommen, in welchem Tatstadium der Angriff bemerkt wird und ob die Fähigkeiten vorhanden sind,
den laufenden Angriff so zu beobachten und ja, dann auch den Datenschatz so abzusichern, dass die Täter es nicht mitbekommen. Aus Sicht der Strafverfolgungsbehörden und auch aus Sicht des Wirtschaftsschutzes beim Verfassungsschutz bietet eine solche Situation natürlich die Gelegenheit, den Tätern zumindest etwas näher zu kommen und den Angriff zu analysieren, zu beobachten, möglicherweise einen Honeypot aufzustellen zur Ablenkung der Täter. Ja, in abgeschlossenen Angriffen sind die digitalen Spuren meist verwischt, gerade bei Spyware-Angriffen oder erkaltet, sodass sich kein Ermittlungsansatz mehr bietet. Also aus dieser Perspektive ist es natürlich sinnvoll, das erstmal laufen zu lassen. Aus Sicht des betroffenen Unternehmens steht natürlich verständlicherweise das Abwenden und die Begrenzung eines konkreten Schadens im Vordergrund. Aber vielleicht bietet sich es an, ein solches Szenario auch gedanklich durchzuspielen. Es wurde heute auch schon genannt in dem vorherigen Panel, eine Entscheidungsgrundlage zu erstellen, die dann in dem Fall der Fälle hilft, die Entscheidung laufen lassen oder nicht treffen zu können. Also Stichwort Notfallpläne. Herr Dreisigacker, vielen herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke. Wir machen jetzt hier weiter im Programm. Dafür gebe ich jetzt sozusagen noch einmal zurück in die Cyberakademie zum Lukas Schäfer, der dann die Moderation für das weitere Programm übernehmen wird. Ja, vielen Dank, Ben. Da bin ich auch schon wieder. Vielen Dank für die Moderation des Dialogforums. Auch vielen Dank, Herr Dreisigacker, für das Teilen und Einbringen Ihrer Expertise. Und auch, liebe Teilnehmende, vielen Dank schon mal auch wieder hier für Ihre Mitwirkung. Nach diesen Dialogforen möchten wir jetzt noch einen weiteren, ich nenne das jetzt mal, praktischen Deep Dive vornehmen und uns hier nochmal einen Use Case aus der Abteilung Schutz gegen Cyberkriminalität gönnen. Konkret findet das zum Thema Transferarbeit mit der Transferstelle IT-Sicherheit im Mittelstand des Vereins Deutschland sicher im Netz statt. Und hier an dieser Stelle begrüße ich jetzt also die Leiterin, Frau Sandra Balz. Sandra, herzlich willkommen. Sie hat ganz kurz noch zu deiner Person Politik, Medienwissenschaften, Kunstgeschichte in Marburg mit Station in Florenz und Mailand studiert. Von 2002 bis 2013 war sie dann Referentin für Abgeordnete des Deutschen Bundestages und ist dann seit 2013 mit dem Schwerpunkt digitale Wirtschaftspolitik unterwegs und dann wiederum seit April 2020 die Leiterin der Transferstelle IT-Sicherheit im Mittelstand. Korrigiere mich gerne, wenn ich da noch etwas übersehen habe. Aber jetzt übergebe ich erstmal dir das Wort. Viel Spaß und bitte sehr, ich freue mich. Ja, das ist alles korrekt dargelegt. Jetzt nur eine kurze technische Frage. Ich hatte, teilt ihr oder soll ich die teilen? Ich hatte sie euch geschickt. Ah, genau, wunderbar. Dann sage ich einfach immer, jetzt kann es weitergehen. Ja, ich freue mich, dass ich hier heute die Gelegenheit habe, die Transferarbeit nämlich mit vorzustellen, denn wir leisten letztendlich ja auch einen Beitrag zu Schutz vor Cyberkriminalität. Man sieht es, wir sind im Rahmen der Wirtschaft gefördert vom Bundeswirtschaftsministerium, also das ist natürlich heute unser zentrales Tool, nämlich den SECOMAT, womit man einfach wir dabei unterstützen, den Weg zu gehen zu mehr IT-Sicherheit und damit eben auch sich vor Cyberkriminalität schützen zu können. Ja, einen ganz kurzen Einstieg. Ich glaube, da wir können weitergehen. Da sage ich nichts Neues. Das ist einfach die Analyse, die Gefahr durch Cyberattacken und Angriffe auf IT-Infrastruktur steigt einfach. Und ganz besonders die kleinen und mittleren Unternehmen sind natürlich davon auch betroffen. Viele sind vielleicht ein Stück weit der Meinung, ach, ich bin ja viel zu klein, es betrifft mich nicht. Das war vielleicht früher auch verstärkt so. Ich erfahre, dass doch sehr viele wissen, nee, ich müsste da eigentlich was tun. Aber wenn man sich vorstellt, ich bin Geschäftsführer von einem kleinen Unternehmen, vielleicht auch weniger als 10 Mitarbeiter, dann kümmere ich mich da mal drum. Aber die Problematik ist einfach, dass die Ressource Zeit auch fehlt. Und wenn ich es dann tue, wir haben viele, viele tolle Angebote, aber wenn ich die einfach nicht so einfach auffinden kann, dann ist das einfach auch ein Aufwand, den ich in so einem kleinen Unternehmen nicht tagtäglich betreiben kann. Und genau in diese Lücke
unserem Tool. Und dann würden wir auch starten, auf der nächsten Folie nämlich einmal reinzustauen, wie sieht denn dieser Sekomat eigentlich aus? Und wir haben uns wirklich viele Gedanken gemacht, wie können wir unsere NutzerInnen bestmöglich abholen, damit sie auch nicht einfach unvorbereitet auf die Startseite gehen und da steht einfach nur, jetzt geht's los, sondern man sieht einfach, okay, ich bekomme einen Aktionsplan, ich kann mich registrieren, muss es aber nicht tun. Ist auch für uns ganz wichtig, diese Einstiegshürde so niedrig wie möglich zu halten. Wir machen das auch Daten. Habe, werde ich eben auch nachhaltig begleitet. Denn Ziel und Zweck des Sekomat ist nicht einmalig, das Tool zu nutzen, sondern das auch nachhaltig zu machen. Ja, dann habe ich also den Überblick und dann kann ich starten. Dann gehen wir auf die nächste Folie. Genau, wir brauchen natürlich ein paar Informationen, um das eben das smarte Matching im Hintergrund auch vollziehen zu können. Also vor der eigentlichen Befragung fragen wir ab, wie viele Beschäftigte man hat. Also wir konzentrieren uns wirklich so bis 500 Mitarbeiter. Das heißt, ich gebe dann auch an, wie viel Personen in meiner Organisation, in meinem Unternehmen, Berufsnetzwerk arbeiten tagtäglich wirklich mit dem Internetzugang, denn das ist ja das Einfallstor. Dann auch noch eine Information, welche Branche. Im Moment ist es so, dass natürlich viele Angebote nicht branchenspezifisch sind, denn es ist einfach so, wenn ich Datensicherung machen muss oder meine E-Mails Verschlüsselung machen muss und andere Dinge, dann gilt das ja für den Bäcker, wie für den Handwerker, wie für das kleine produzierende Unternehmen oder den Dienstleister, also alle Bereiche aus dieser Zielgruppe. Aber langfristig ist es natürlich unser Anspruch, dass wir auch gucken, okay, gibt es nicht auch wirklich tatsächlich noch branchenspezifischere Angebote, die wir unseren NutzerInnen zur Verfügung stellen können. Und natürlich, klar, haben Sie eine IT-Mitarbeiter oder eine eigene Abteilung oder nutzen sogar einen Dienstleister oder ich habe eben unter Umständen noch gar nichts. Das ist auch eine Information, die wir brauchen. Und dann natürlich so als kleines i-Tüpfelchen, wenn ich dann die Postleitzahl angebe, kann es auch dann im nächsten Schritt sein, dass ich Umsetzungsvorschläge ausgegeben bekomme, die sich auch in meiner Nähe befinden. Genau. Dann geht's los mit der konkreten Befragung, nämlich Datenszenarien, das heißt, in welchem Bereich betrifft mich das, wo setze ich IT ein, wo findet Datenaustausch statt, das kann das Kundendienst sein, Eingangs-, Ausgangslogistik, Personalmanagement, Marketing und dergleichen. Und dann muss ich also so eine Art Einschätzung abgeben, was nicht mehr verfügbar ist. Sind die Auswirkungen dann schwerwiegend, hoch, eher gering? Also ich kann da so eine Einschätzung abgeben. Ich kann auch sagen, pff, wenn das passiert, dann betrifft es mich eigentlich gar nicht. Und das ist eben der Punkt, diese Befragung mache ich und sie dauert 10 bis 15 Minuten, mehr nicht. Und dann, dann auf der nächsten Folie, hat man es eben geschafft, den ersten Schritt zu mehr IT-Sicherheit. Und dann haben wir das uns über uns Bereiche, also die Bereiche, in denen, ich was tun muss, die haben wir dann untergeteilt in organisatorische Aktionen, personelle Aktionen, technische Aktionen. Ich kann dann aber auch auf dieser Seite schon sehen, okay, ich möchte mir das aber jetzt erstmal ausdrucken, das kann ich tun, ich kann mich aber auch registrieren. Und wenn ich dann neugierig geworden bin, auch wirklich mal zu gucken, was sind denn die Umsetzungsvorschläge, zum Beispiel bei personelle Aktionen, dann gehe ich da drauf, die Aktionen aufrufen, nächste Folie. Aus. Dann sehe ich jetzt auch schon gemerkt, ich kann mir die ja auch anklicken, immer, dass ich sagen kann, okay, das möchte ich mir merken und mir später auch nochmal angucken. Und jetzt gehe ich dann konkret mal, wie sehen denn diese Umsetzungsvorschläge aus? Was ist da eigentlich dabei? Das sehe ich dann auf der nächsten Folie. Dann klappt sich also ein Menü auf, wo ich dann wirklich mit Links, es ist auch gekennzeichnet, was kostenpflichtig ist, was kostenfrei ist. Ich habe da also einen Überblick und ganz wichtig für uns auch, da sind Angebote drin, die fangen wirklich an von Infobroschüren, Flyern, vielleicht ein YouTube-Video, eine Anleitung, wie ich etwas mache, bis hin zu Sicherheitslösungen, die dann auch unter Umständen eine Investition in monetärer Hinsicht
erfordern. Aber wir wollen einfach die Unternehmen auch von diesen unterschiedlichen Leveln. Der Mittelstand ist eben nicht homogen, sondern heterogen. Es gibt in jedem Unternehmen und darauf wollen wir reagieren. Und hier dann auch nochmal der Hinweis, okay, jetzt habe ich das gemacht und es wäre eigentlich schade, wenn ich das beim nächsten Mal nochmal von vorne starten müsste. Also registriere ich mich und komme dann im nächsten Schritt, können weitergehen. Ja, in meinen eigenen Bereich, meine TISIM ist das, da sehe ich alles schon gemerkt. 18 Aktionen habe ich mir aber noch nicht gemerkt. Ich könnte also noch mal mehr auf meine Merkliste setzen. Und langfristig ist es natürlich das Ziel, sich die Dinge nicht nur zu merken, sondern das ist ja, was wir erreichen wollen. Wir wollen ja informieren, motivieren und dann wirklich zur Umsetzung animieren. Also, dass man wirklich dann sagt, okay, ich habe da mir jetzt einen Überblick verschafft. Ich weiß auch jetzt, wo ich hingehen könnte oder was ich machen kann. Und dann im nächsten Schritt dieses Tool so weiterentwickeln, dass man das kann. Also ich habe dann meine Merkliste und kann dann auch entsprechend Häkchen setzen und sagen, okay, habe ich jetzt gemacht. Und so funktioniert dieser ganze Sekomat. Ich habe das vielleicht jetzt auch schon so ein bisschen durchblicken lassen, dass es natürlich auch ein Tool ist, was sich stetig weiterentwickelt, weil tagtäglich oder Abständen kommen eben auch neue Angebote hinzu. Wir haben sehr viele Nachfrage, dass man sich registrieren möchte, eben auch Dienstleister und Anbieter, aber eben auch alles, was in dem Umfeld von BSI und so weiter kommt, das aktualisiert sich ja auch. Es gibt ja Webinare, die sind dann vorbei. Das muss sich dann auch wieder auch bei uns im Katalog aktualisieren. Und so ist es letztendlich auch ein ja, agiles Tool. Und natürlich auch immer schön, wenn wir die es nutzen, die vielleicht sagen, da ist vielleicht noch etwas, da könntet ihr noch was verbessern. Immer sehr, sehr gerne. Wir sind da sehr offen für. Und jetzt würde ich noch einmal ganz kurz sagen, was wir denn sonst noch alles außer dem Sekomat haben auf der nächsten Folie. Ach so, das ist dann nochmal die Merkliste. Entschuldigung, so sieht die aus. Kann ich dann auch stetig erweitern und hinzufügen. Das habe ich gesagt. Dann gehen wir weiter. Genau, das ist eben unser TISIM Leistungsspektrum im Zentrum, natürlich der Sekomat mit dem Aktionsplan, aber wir haben eben Stand heute 46 TISIM regional Anlaufstellen in IHKs, in Handwerkskammern, in den Kompetenzzentren. Die sind von uns geschult über die Workshop-Reihe Train the Trainer. Die können also erklären, okay, wie funktioniert der Sekomat, was sind da für Vorschläge eigentlich drin, warum sollte ich das nutzen? Die Regionalanlaufstellen können eben dieses Angebot von uns sozusagen aufsatteln auf ihr eigenes Angebot. Wir haben die virtuelle Transferstelle, das ist sozusagen unsere Geschäftsstelle im Internet. Da findet also auch jeder Akteur, sei es ein Nutzer oder jemand, der Partner werden möchte, der mitmacht, Informationen. Wir werden dann ab Juli, August auch eine Deutschland-Tour, eine Mobil-Tour haben, wo die zu den regionalen Anlaufstellen fährt oder zu Messen, sofern sie denn wieder stattfinden. Also wenn Sie jetzt sagen, hey, würde mich interessieren, kommen Sie immer gerne auf uns zu, dann schauen wir, wie wir das einfügen können. Wir sind da wirklich Planungen und wollen natürlich möglichst breit durch die ganze Republik auch Partnerschaften, das ist natürlich auch ein wichtiges Thema, Vernetzung und dergleichen. Das findet auch bei uns statt und auch nochmal so zu verdeutlichen. Wir sind so im Grunde genommen ja das Dach, unter dem alle Initiativen, Projekte zusammenlaufen. Jeder kann bei uns andocken, der eben Kompetenzen hat in dem Bereich KMU. Genau. Dann könnten wir noch mal einmal weitergehen, damit man auch weiß, wie man uns gut erreichen kann, nämlich auf tisim.de oder gerne eine Mail schreiben an info@tisim.de. Und ja, würde ich mich freuen. Ich finde das hier ein super schönes Format heute. Und jetzt freue ich mich auf etwaige Fragen. Danke dir, Sandra, für die Vorstellung von TISIM und dem Sekomat. Gibt es da irgendwie noch so ein paar, Kennzahlen? Also wie häufig wird denn jetzt zum Beispiel so der Sekomat in Anspruch genommen? Wie viele erfolgreiche, Matches gibt es so im Monat? Gibt es da irgendwelche so groben Kennzahlen, die du nennen könntest? Also man muss jetzt sagen, wir sind ja im April tatsächlich, haben wir den Sekomat gelauncht und sozusagen,
dann sind wir mit null, muss man sagen, aus der Pilotphase, die wir auch hatten, gestartet. Aber wir sind jetzt bei rund 2500 NutzerInnen, die es also schon, die sich auch in Aktion geladen haben. Das geht gut voran. Und ich habe es ja schon gesagt, dass unser Ziel ist eben auch, diese Nutzer nachhaltig dann zu begleiten. Und ja, es dauert natürlich immer so eine Weile, bis auch so ein Tool, so ein Projekt anläuft. Aber wir sagen so seit April, das ist jetzt, das ist schon mal eine ganz gute Zahl. Ja, absolut. Also da kann ich nur beipflichten. Und es ist natürlich immer alles ein Prozess, und das hattest du vorhin auch schon erwähnt bei deinem Input. Bei vor allem auch noch kleinen mittelständischen Unternehmen ist es ja schon noch häufig so, dass man so ein bisschen auf diese Denke trifft, ja, ich bin ja viel zu klein, jetzt betrifft mich nicht, wieso soll er jetzt mein Backofen lahmlegen? Ja, was, also ich bin doch da eigentlich komplett aus dem Radar von Cyberkriminellen. Aber es gibt ja dann eben doch auch immer genug Fälle, die darauf hinweisen, nein, es ist eben nicht so, dass irgendwie die Größe beziehungsweise die Kleinheit vor Angriffen schützt. Jetzt auch mal vielleicht aus deiner oder eurer Erfahrung da an dieser Transferstelle, gibt es denn da mittlerweile trotzdem so eine Art Wandel? Also besteht jetzt auch vielleicht durch Corona und durch generell so ein bisschen nochmal diesen Digitalisierungsschub auch insgesamt mehr Bewusstsein für das Thema IT-Security? Entwickelt sich das? Ja. Also dann kann ich auch nochmal auf den Praxisreport Mittelstand 2020 diesem Jahr auch wieder. Und da wird sich zeigen, dass schon im vergangenen Jahr, als wir die Zahlen erhoben haben, die Nutzung von Cloud-Diensten wirklich signifikant gestiegen ist. Also das heißt, die Unternehmen nutzen diese Technologien, sie nutzen Verkaufsplattformen. Im gleichen Maße, wenn man sagt, 75% dieser Unternehmen oder der Befragten, die wir befragt haben, machen regelmäßige Daten. Verschlüsselungs-E-Mails, 25% tun es eben nicht. Das ist genau die Gruppe, die wir jetzt einfach nochmal mitnehmen wollen. Wenn man sagt, okay, wir haben 3 Millionen KMU, so roundabout ist 25% immer noch eine große Größe. Ich glaube einfach, die auf dem Weg zur Digitalisierung sind alle. Und jetzt müssen wir sie eben auch noch die Awareness noch ein Stück weit mehr steigern. Man sagt, okay, wenn du es nutzt, musst du es leider auch sichern. Also es geht ineinander über. Und ich bin mir ganz sicher, dass sehr viele das auch wissen schon. Der Schritt dann wirklich zu sagen, ja, ich müsste mal und jetzt mache ich es aber, das ist eben das, wo wir ansetzen wollen. Wirklich jetzt zu sagen, ja, jetzt haben wir lang genug die Analyse passieren. Und das ist gar nicht großartig mit Druck verbunden, denn wir zeigen ja auf, dass es manchmal auch wirklich die kleinen Dinge sind, die schon ein Stück weit die Sicherheit eklatant erhöhen können. Wunderbar. Wir gucken ja auch gleich nochmal am Ende des Kongresses ja so ein bisschen auf die Zukunft, also wie sich das jetzt noch weiterentwickeln wird. Vielleicht aus deiner persönlichen Sicht nochmal ganz kurz skizziert, was würdest du dir wünschen, wie sich in, ich sag mal jetzt 5 Jahren, 5 bis 10 Jahren, so die Cybersicherheitslage, die IT-Sicherheitslage insgesamt gerne im Bereich der Wirtschaft oder auch kleinen mittelständischen Unternehmen entwickelt hat? Ja, ich würde mir natürlich wünschen, dass alle ein Angebot genutzt haben und dass natürlich, wie ich gesagt habe, wir diese 25% mit auf dem Weg mitgenommen haben. 100%ige Sicherheit wird es nie geben, weil natürlich sich die Hacker und die Angriffe auch wieder weiterentwickeln. Deswegen ist das eigentlich ein Thema, was uns fortwährend beschäftigen wird, aber genauso wie du es schon angesprochen hast, dass nicht nur die Awareness da ist, sondern dass gewisse Standards auch einfach in Dienstleistungen, ne, dass man sagt, okay, das ist ein Standard, das sollte jedes etabliert haben und sollte es auch einfach umgesetzt haben, ohne einen riesigen bürokratischen oder was auch immer Aufwand vollziehen zu können. Das wäre so mein Wunsch, ja. Wunderbar. Sandra, ich danke dir dafür für die Vorstellung und für deine Inputs jetzt noch für die Antworten, für die du jetzt zur Verfügung gestanden warst. Und ja, nochmal ganz herzlichen Dank auch an die Zusammenarbeit als Kooperationspartner. Hat mich sehr gefreut und dann wünsche ich erstmal soweit alles Gute und bis in Kürze. Ja, vielen Dank.
vergessen, wir feiern heute 15 Jahre Deutschland sicher im Netz. Das ist ja der Verein, wo unsere Transferstelle angedockt ist. Gerne auch, wir schließen sozusagen gleich nahtlos an mit unserem Kongress. Wir haben da auch wirklich gute Panels, Panelisten und so weiter. Und insgesamt die Aufgabe eben, Digitalkompetenzen zu steigern. Ich glaube, das eint uns alle. Vielen Dank. Wunderbar. Sandra, ich danke dir. Perfekt. Super. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind eigentlich soweit gut im Programm. Angesichts der Tatsache, dass wir jetzt quasi nahtlos, abgesehen von der Pause, an den nächsten Programmpunkt anschließen können, würde ich jetzt auch vorschlagen, dass wir das genauso handhaben werden und auf die auf den eingedachten Zeitpufferblock der fünfminütigen Pause jetzt hier an dieser Stelle verzichten und wir gleich fortfahren im Programm. Es ist ja schon so, dass wir auch gestern schon darüber gesprochen haben, Ermittlungserfolge im Bereich der Cyberkriminalität sind zwar sehr mühselig, aber sie sind eben doch möglich. Und was wir vor einigen Wochen ja hatten, war ja diese erfolgreiche Meldung, dass das Emotet-Netzwerk zerschlagen wurde. Die Bilder sind uns ja auch alle noch im Kopf, vor allem im Bereich der Verwaltungen, die davon betroffen waren. Da hat man dann wieder viel mit Klemmbrett, wenn überhaupt, gearbeitet. Aber es waren ja nicht nur die Verwaltungseinheiten, die mit Emotet, mit dem König der Ransomware quasi, zu kämpfen hatten, sondern natürlich auch durchaus Unternehmen. Und jetzt freue ich mich deswegen ganz, ganz besonders auf den kommenden Beitrag von Herrn Dr. Alexander Heuch zum Thema ein Security-Sprint zu einer erfolgreichen Bekämpfung von Emotet. Vielleicht noch ganz kurz, Herr Dr. Heuch und ich, wir waren zusammen auf einem Panel, was ich moderiert hatte. Hat Herr Dr. Heuch das durchblicken lassen, dass es da in diesem Unternehmen einen solchen Vorfall gab. Und dann habe ich mir sofort gedacht, ach, das passt ja perfekt zum Thema des Münchner Cyberdialogs. Und deswegen freue ich mich sehr, dass das heute geklappt hat. Herr Dr. Heuch, noch ganz kurz zu Ihnen. Sie haben 1996 das Studium der technischen Kybernetik an der Universität Stuttgart als Diplom-Ingenieur abgeschlossen, 2000 promoviert am Royal Institute of Technology und ja seitdem dann auch bei der HIMA Group gewesen. Zuvor mehrere Managementrollen gehabt in der Automatisierungstechnik und generell mit dem beruflichen Fokus im Bereich funktionale Sicherheit und Security in Automatisierungssystemen. Jetzt möchte ich da nichts weiter vorwegnehmen. Ich freue mich auf den angekündigten Security-Sprint und übergebe Ihnen das Wort. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schäfer. Ich glaube, Sie zeigen die Folien und nicht ich, oder? Ist das so? Dann, da sind sie schon, wunderbar. Genau, ich möchte berichten, was wir getan haben gegen Emotet und glücklicherweise erfolgreich. Wir veröffentlichen das nicht so groß, sondern wir erzählen gerne davon, einfach um anderen auch eine Hilfe zu bieten, weil wir sehr viel gelernt haben. Es geht nicht darum, einfach zu sagen, wir sind gut, sondern wir sind eher da zu sagen, das ist wichtig. Wir haben das Projekt nach Abschluss intern Security Sprint genannt, so haben wir das auch im Unternehmen benannt, aus Gründen, die ich noch nennen werde. Nächste Folie bitte. Ganz kurz, ich muss zur HIMA was sagen, weil es wichtig ist. Wir sind einer dieser Mittelständler, Hidden Champion, viel vorhin schon. Wir sind natürlich attraktiv für Angreifer, klar. Deutscher Mittelstand, Familienunternehmen, schon sehr lange tätig, auch weltweit. Wir sind in Deutschland etwa 500 Mitarbeiter, weltweit 750. Und deshalb sage ich das, wir sind Zulieferer für Kritisunternehmen, weil wir Notabschaltesysteme für Prozessindustrie und Bahn anbieten. Also Technologie, die funktionieren muss, wenn es heikel wird, sage ich mal. Und wir reden natürlich nicht nur über Sicherheit, sondern auch über Security ganz stark. Und als solches haben wir so das eigene Unternehmen müssen wir eben absichern, aber unsere Produkte spielen auch eine ganz, ganz wichtige Rolle in Anlagensicherheit. Deshalb ist das Thema für uns doppelt heikel, nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, sondern eben auch aus Gründen unserer Produkte. Weiter bitte. Also, was ist passiert in der HIMA? Wir haben im Juli, Mitte Juli letzten Jahres einen Krisenfall ausgerufen, ganz, ganz offiziell innerhalb des Unternehmens, weil zu der Zeit wir, wie sagt man, Indizien korreliert haben miteinander und uns ziemlich sicher waren oder ganz sicher waren, dass wir von Emotet befallen sind, auch nachgewiesenermaßen befallen sind, aber bisher keine Verschlüsselung stattgefunden hatte. Also wir wussten, wir haben ein Damoklesschwert über uns schweben, wissen nicht, wann es fällt.
Wir haben, um die Vorgeschichte kurz zu sagen, es stehen dort keine Zeiten dran. Wir sind in etwa in diesem Zeitrahmen, der vom BSI und dem NIST auch genannt wird, also zwischen einem Drittel und einem Jahr. Ganz klassisch, über eine Mail ist ein Rechner kompromittiert worden. Wir haben dann in den darauffolgenden Wochen auch forensische Analysen gefahren. Das war alles nicht so ganz klar, wie das meistens so ist. Von diesem Account sind dann weitere Accounts angegriffen worden und auch erfolgreich angegriffen worden. Das hat dann auch bis in die Region nach China sich durchgesetzt. Es gab darüber hinaus weitere Phishing-Mails, weitere auch soziale Social Engineering-Angriffe. Es hat sich dann sehr stark verdichtet. Und im Nachhinein denkt man mal, warum haben wir das eigentlich nicht viel strikter, früher, stringenter gemacht? Und das ist ein Grund, warum wir diesen Vortrag gerne halten. Ich glaube, unter den Zuhörern sitzen einige, deren Unternehmen genauso infiziert ist. Sie wissen es nur noch nicht. Also rein statistisch muss das so sein, weil es einfach sehr, sehr viele Unternehmen trifft. Vielleicht wird nie was passieren, vielleicht wird irgendwann was passieren. Das weiß man leider nicht. Diese Zeiten sind leider oft sehr lang und ich glaube, es geht nicht unbedingt anders. Wir bemühen uns natürlich, das immer schneller zu wissen und ich glaube, das gelingt auch. Aber sie sind im Nachhinein immer sehr lang. Nächste Folie bitte. Also wir haben diesen Krisenfall ausgerufen. Der erste Fun Fact an dieser Stelle, wenn man davon sprechen darf, ist, dass wir eine Woche vorher unser Krisenhandbuch sehr stark modernisiert hatten, abgeschlossen hatten, auch das Unternehmenskrisenmanagement komplett neu aufgestellt hatten. Und tatsächlich eine Woche später haben wir diese ganze Maschinerie auch benutzt. Also es gibt Zufälle, die kann man sich nicht ausdenken. Nochmal, Sie kennen die Cyber Chain Kill voraussichtlich. In dieser Cyber Chain Kill sind wir bis Schritt 5 sozusagen angegriffen worden. Und das war die Stelle, an der wir es gemerkt haben. Jetzt müssen wir handeln und zwar ganz dringend handeln, weil wir stehen oder möglicherweise stehen wir kurz vor der Übernahme unserer Systeme mit allen Folgen, die wir heute schon gehört haben. Und das ist eine ganz heikle Situation gewesen. Wir mussten also ganz, ganz schnell diesen Angriff beginnen zu bekämpfen und gleichzeitig das in aller Stille tun, weil wir natürlich die Angreifer auch nicht warnen wollten. Also wir haben das Red Button Szenario genannt, weil wir nicht wussten, ob jemand wirklich irgendwo sitzt und sagt, jetzt drücke ich den Knopf und alles wird verschlüsselt. Das heißt, wir haben das extrem vertraulich gemacht. Jeder, der mitgearbeitet hat, musste eine Vertraulichkeitserklärung unterschreiben. Mehr aus psychologischen Gründen, denn aus rechtlichen wirklich. Und wir haben das Ganze extrem geheim gehalten. Wir haben innerhalb von 2 Tagen eine komplett neue Kommunikationsinfrastruktur aufgesetzt, neue Laptops verteilt an das gesamte Team, was mit diesem Projekt gearbeitet hat, einfach um den Angreifern keine Möglichkeit zu geben, zu erfahren, dass wir wissen, dass wir angegriffen wurden. Das war ganz, ganz schwierig. Der zweite Fun Fact, ist vielleicht das falsche Wort, ist, dass das mitten in der Corona-Krise passiert ist. Sie können sich die Flüche vorstellen, die Leute ausgestoßen haben. Wir hatten ein Krisenmanagement eingerichtet für Covid und mitten im Sommer letzten Jahres kam eben das auch noch dazu. Zum Glück war im Sommer die Lage so, dass wir in den Projektteams einigermaßen gut arbeiten konnten, Corona-konform und aber doch sehr effektiv am Ende. Weiter bitte. Wir haben analysiert natürlich und es war ganz klar, es wurden Emotet-Viren, sage ich mal, nachgewiesen. Es war klar, einige Accounts sind angegriffen gewesen. Und es war auch klar, es gab Schwachstellen in der IT, die auch ausgenutzt worden sind. Emotet ist eine extrem starke Malware gewesen oder immer noch. Das ist vorhin schon genannt worden. Was wir nachgewiesen haben, sind Phishing-Angriffe, was wir nachgewiesen haben, sind Infektionen gewesen, also sind Viren oder Teile von Viren tatsächlich auch gefunden worden. Wir wissen, dass laterale Bewegungen durch das Unternehmen stattgefunden haben. Wir wissen, dass die Angreifer Informationen sehr aktiv gesucht haben. Und wir konnten tatsächlich verhindern, dass dieser Angriff, also 6 und 7 in der Cyber Chain Kill Chain tatsächlich auch aktiv verwendet wurden. Weiter bitte.
So, was passiert dann im Unternehmen? Das erste war für uns, das Geschäft muss weitergehen. Also es ist erstmal nichts passiert. Alle Systeme haben funktioniert, da waren wir wirklich sehr froh. Also Prio 1 war das, was hier als zweite steht, das Geschäft muss weitergehen. Als zweites war für uns wichtig, das Risiko zu minimieren. Wie gesagt, wir müssen Kritis-Anforderungen erfüllen, weil wir relevanter Lieferant in Kritis-Infrastrukturen sind. Und drittens ist ganz wichtig, den Einfluss auf Kunden, Kundensysteme, aber auch auf unsere Produkte zu verhindern. Mit unseren Produkten liefern wir sicherheitskritische Hardware und Software aus. Und ein Befall dieser Hardware und Software ist natürlich dramatisch. Glücklicherweise sind diese Systeme relativ gut abgesichert gegenüber dem Rest der Unternehmens-IT. Nichtsdestotrotz besteht natürlich grundsätzlich die Gefahr. Und diese drei Dinge waren uns am Anfang besonders wichtig. Weiter bitte. So, wie haben wir das Ganze angegangen? Die HIMA war zu der Zeit schon in einem IT-Projekt drin. Das sind ja alle Firmen, also die IT wird ja ständig umgebaut. Und wir haben eine gewissermaßen eine alte Welt gehabt, die ja HIMA Local heißt, und eine neue Welt, also neue Domänen, die wir HIMA.com genannt haben. Wir waren dabei, Systeme aus der alten Welt in die neue Welt zu migrieren. Und es gab bereits einige Systeme in der neuen Welt. Es hat sich herausgestellt, dass die alte Welt infiziert war. Also die HIMA.com-Domäne war clean. Das ist auch relativ schnell verifiziert worden. Allerdings gab es noch mehr als 100 Business-Systeme, die in der alten Welt liefen. Und ohne diese Business-Systeme ist halt das Geschäft einfach nicht zu machen. Wir haben uns dann entschlossen, zwei Workstreams aufzusetzen. Das Ganze ist innerhalb von 2 Wochen organisiert worden und analysiert worden. Also wir reden hier über eine extrem große Konzentration von Arbeit. Zum einen das Rehost-Projekt, nämlich Applikationen aus der alten Welt in die neue Welt zu übertragen, also zu reinigen gewissermaßen und zu übertragen, also die Applikationen, die wir brauchen. Und das Replace-Programm, wo wir einfach alte Applikationen abschalten und durch neue ersetzen. Hier ist viel über Microsoft 365 passiert. Also wir haben einfach Funktionen durch neue Applikationen ersetzt gewissermaßen. Das war der Plan. Diese über 100 Business-Applikationen, die aus ganz verschiedenen Welten stammen, das ist, glaube ich, ganz typisch für viele Unternehmen. Das ist eine gewachsene IT-Infrastruktur und ich kann das nicht, also es sind einfach viele, viele Kleinigkeiten, die einzeln angeschaut werden müssen, die ganz unterschiedlich ins Unternehmen hineinwirken. Das war wirklich extrem anstrengend zu analysieren und ein Riesenberg Arbeit, wie Sie sich vorstellen können. Weiter bitte. Der zweite Schritt ist, wir haben dann gemerkt, wir müssen, wenn wir alles in die neue Domäne packen, natürlich sicherstellen, dass diese neue Domäne auch ein sicherer Hafen ist und für sich selber auch als secure neue Welt weiter leben kann. Das ist dann ein dritter Workstream geworden, den wir Secure Domain genannt haben, wo viele Aktionen geplant worden sind, eben diese neue Domain abzusichern und weiter zu härten. Um ganz klar zu sein, dass alles, was wir dort hineintun, clean ist. Wir haben ein sehr, sehr großes Monitoring, also ein kontinuierliches Monitoring aufgebaut während der ganzen Zeit, um dieses sicherzustellen. Wenn ich wir sage, dann meine ich sowohl ein HIMA-Team als auch externe Dienstleister. Wir hatten glücklicherweise schon externe Dienstleister, ich sag mal, bei uns im Hause und vor der Tür. Und mit denen konnten wir sehr, sehr schnell auch sehr intensiv arbeiten, gerade in dieser Corona-Zeit. Also ein Take-Home-Point ist, besorgen Sie sich diese Partner in Friedenszeiten. Weil wenn es Krisenzeit ist, werden Sie unendlich viel Zeit verlieren und diese Partner vielleicht auch gar nicht finden so schnell. Das ist ganz, ganz wichtig. Weiter bitte. Der letzte Punkt, den wir angeschaut haben, waren die Endgeräte der Mitarbeitenden. Wir haben in der Firma etwa 1000 Endgeräte. Das ist für den Mittelstand, also ja, relativ so wie in jedem Unternehmen natürlich weltweit über die verteilt. Am Anfang hatten wir die Sorge, dass wir wirklich jedes dieser Endgeräte tauschen müssen, weil wir einfach nicht wissen, welche Geräte sind infiziert und welche nicht. Wir haben dann glücklicherweise, das hat eine ganze Weile gedauert, herausgefunden, wir mussten tatsächlich nur einen Teil tauschen. Es gibt bei uns Managed und Unmanaged Geräte, das hat verschiedene Gründe. Die ungemanagten Geräte haben wir tatsächlich ersetzt, das waren am Ende 400 Geräte, das ist ein Kostenfaktor, aber
tatsächlich auch nicht zu vermeiden. Und gleichzeitig haben wir auch ein neues Konzept entworfen, wie wir Geräte zukünftig härten. Das Ganze hat viel auch mit cloudbasierter Software und Zusammenarbeit zu tun. Das hat eigentlich mit Corona ganz gut zusammengepasst, wo wir auf Teams, auf Microsoft Cloud-Infrastruktur umgestellt haben. Da sind zwei Dinge zusammengekommen, die uns ganz gut geholfen haben. Also dieser vierte Workstream, den haben wir Workplace genannt. Und damit waren eigentlich alle zu tunenden Dinge in sozusagen konkrete Projekte aufgeteilt. Weiter bitte. Wir hatten zwischendrin eine ganze Menge Sorge, dass dieses Damoklesschwert auf uns runterfällt. Vielleicht nochmal ganz wichtig auch für andere Firmen, die in ähnlicher Situation sind oder sein werden. Wir haben, wie gesagt, ein modernes Krisenmanagement definiert und aufgesetzt und es konnte direkt starten. Ganz, ganz wichtig ist, das Projektteam, das mit der IT zu tun hat, und das Krisenmanagement-Team voneinander zu trennen. Das Krisenmanagement-Team hat sich darum gekümmert, den Weg frei zu machen, dass schnell Rechner gekauft werden konnten, dass Geld frei ist, dass Bestellungen ausgelöst werden konnten. Wir haben die Kommunikation vorbereitet für den Fall dieses Red-Button-Szenarios, weil wir müssen natürlich unsere Kunden informieren, wenn irgendwas passiert wäre. Wir haben natürlich das BSI informiert und diese ganzen Sachen, das ist klar. Aber es ist ganz wichtig, ein Krisenmanagement außenrum zu bauen, wenn dieser Worst Case eintritt. Dann muss man einfach vorbereitet sein und das muss heute sehr, sehr schnell gehen. Insbesondere in unserer etwas heiklen Situation mit den sicherheitskritischen Systemen bei Anlagenkunden. Das sollte an dieser Stelle reichen. Weiter bitte. Das nochmal zusammengefasst, die vier Workstreams, die wir getan haben. Ich würde das aus Zeitgründen übergehen. Ganz wichtig ist aber, dass die alle parallel laufen, um so schnell wie möglich tatsächlich fertig zu werden. Ein Punkt vielleicht noch. Wir haben viele, viele Terabyte an Daten durch verschiedenste Datenschleusen, mit Hilfe auch von Dienstleistern, das hätten wir ohne nicht geschafft, geschleust und gereinigt, und wir haben tatsächlich täglich Wasserstandsmeldungen bekommen. Also wie viele der Daten sind jetzt auf der sicheren Seite? Und Sie können sich vorstellen, dass der Blutdruck mit jedem Tag etwas gesunken ist. Also das war eine ganz, ganz wichtige Arbeit, weil die Daten zwar nicht verschlüsselt, aber nicht nutzbar gewesen wären, wenn wir nicht wussten, wo in diesen Daten sind eigentlich Schadcode-Anteile versteckt. Das war ein großer Teil der Arbeit in diesem Secure Domain Workstream. Ja, danke. Die Firma hat etwa 750 Mitarbeiter. Es waren in diesem Projekt etwa 100 Leute involviert, also Himana wie auch externe Dienstleister, mit denen wir wirklich exzellente Erfahrungen gemacht haben. Stellen Sie sich noch vor, das Ganze war tatsächlich vertraulich. Also es wussten die meisten Mitarbeitenden nicht, was dort diese 100 Leute machen. Wir hatten zum Glück gerade ein relativ großes Projekt gleichzeitig gestartet, um die WLAN-Infrastruktur im Unternehmen zu erneuern. Wir haben den Mitarbeitenden einfach gesagt, dass dieses Projekt wird ein bisschen ausgeweitet. Und das haben die meisten auch tatsächlich geglaubt. Und das war so wunderbar. Schwierig wurde es dann, weil der IT-Supporter zum Beispiel gar keine Zeit hatte für Standardanfragen, was die Mitarbeitenden wiederum sehr, sehr unwillig gemacht hat. Also diese Geheimhalterei war wirklich ein großes Problem, weil wir gar nicht offen sprechen konnten. Es hat aber tatsächlich sehr, sehr gut geklappt. Also sehr viele Leute hat einfach extrem gut funktioniert. Wir hatten auch noch Glück, wir haben vor ein, zwei Jahren eine Person eingestellt, die wirklich ein exzellenter Spezialist ist. Und diese Person hat gemeinsam mit unserem IT-Leiter eigentlich das Kernprojektmanagement gemacht für dieses doch relativ große Projekt. Und in der Kombination aus extrem gutem Fachwissen und dem IT-Wissen in der Firma hat es einfach funktioniert. Dann war das Team natürlich gut, aber ich glaube, es braucht einfach exzellente Projektleiter an dieser Stelle. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann man sich wirklich nur auf externe Dienstleister verlassen und dann ist man so ein bisschen eben sehr, sehr abhängig davon. Weiter bitte. Nochmal kurz zum Zeitablauf, was dann nach diesem 15. Juli letzten Jahres passiert ist. Wie gesagt, zwei Tage bis zur neuen Infrastruktur, neue Rechner werden, also das Team hat mit zwei Rechnern gelebt, mit dem alten und dem neuen, einfach um die Angreifer nicht zu informieren.
Ab August 2020 haben wir dann 3,5 wirklich extrem intensive Monate gehabt. Die Teams haben wirklich Tag und Nacht und vor allem Wochenends gearbeitet. Wir hatten kaum Ausfälle der IT. Wir konnten also durchgängig produzieren, weiter Kundenaufträge abwickeln und so weiter. Wir hatten keinen Business Impact. Wir haben natürlich viel Geld bezahlt dafür. Aber ich muss sagen, dieses Geld hätten wir sowieso bezahlt, weil diese ganzen IT-Systeme wären sowieso abgelöst worden. Wir haben aber im Wesentlichen ein 3-Jahres-Projekt auf 3 Monate zusammen konzentriert. Und im Nachhinein muss ich sagen, jede Firma sollte das tun. Wenn Sie IT-Projekte geplant haben, tun Sie einfach so, als müssten die in extrem kurzer Zeit fertig werden und geben Sie das Geld dafür aus. Es ist aus meiner Sicht extrem gut angelegtes Geld. Wir haben eine deutlich bessere IT-Infrastruktur als vorher. Wir wissen alle, es ist nie fertig, aber wir fühlen uns jetzt wirklich, wirklich gut. Und wir haben das in extrem kurzer Zeit geschafft. Der 14. November war eine echte Wiedergeburt. Das Team hat das Eviction Day genannt, also der Austreibungstag der Angreifer. An dem Tag haben wir wirklich viele Sekte aufgemacht, weil an dem Tag war die Gefahr gebannt und dieses Damoklesschwert abgehängt und vernichtet. Das war, danach war noch viel Arbeit zu tun bis heute. Also es gibt natürlich große Nachwehen eines solchen Projektes, aber wir waren ab dann wieder clean. Und das Team hat wirklich sehr, also grandiose Arbeit geleistet. Vielleicht als zusätzlicher Take-Home-Point, belohnen Sie diese Teams ausführlich. Also nicht nur mit warmen Worten, sondern auch mit Geld. Die haben sich wirklich die Zunge aus dem Hals gearbeitet. Und das muss natürlich entsprechend auch honoriert werden. Sonst funktioniert das am Ende nicht. Weiter bitte. Noch ganz kurz in Zahlen, das meiste habe ich gesagt, das war extrem intensive Arbeit. Sie können sich das ungefähr vorstellen, wenn 100 Leute in 3 Monaten die IT einmal umdrehen und neu aufsetzen. Brauche ich gar nicht auf die Details einzugehen. Eine echte Herkulesaufgabe. Aber wir hätten die sowieso tun müssen. Die meisten Unternehmen sind ja in diesen Verbesserungsprojekten ihrer IT, das hört ja nicht auf. Und ich glaube, der deutsche Mittelstand, da sind wir ganz klassisch gewesen, da gibt es ein paar Dinge, die weiß, man muss sie tun, sie gehen aber nicht unbedingt sehr, sehr schnell. Und wir waren im Grunde in einer wunderbaren Situation, wir waren gezwungen, das zu tun und es hat funktioniert, bevor größerer Schaden eingetreten ist. Und ich kann wirklich nur jedem raten, lieber noch früher anzufangen. Dann kommt man gar nicht in diese Schweißsituation. Weiter bitte. Also was sind Erfolgsfaktoren? Ganz klar, unsere Partner, die waren vorhanden. Wir wussten, wie die arbeiten. Wir haben mehr oder weniger Stantepede anfangen können zu arbeiten. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Aber auch das eigene Projektteam oder die eigenen Mitarbeiter, die müssen mitlaufen, sonst funktioniert das nicht. Wenn es nicht so ernst gewesen wäre, könnte man sagen, es war ein großartiges Teambuilding-Projekt. Also das Team ist wirklich ganz stark über sich hinausgewachsen. Das erleben wir in all diesen Fällen, die Firmen, wo Firmen was Ähnliches erleben. Das schweißt einfach unglaublich zusammen. Weiter bitte. Also ja, was haben wir gelernt? Es fängt mit Menschen an, das ist ein Problem, aber auch die Lösung. Nicht nur Technologie, aber Technologie ist natürlich am Ende ganz, ganz zentral, um Hacker auszusperren und gegebenenfalls auch Probleme wieder herzustellen oder nach Problemen wieder alles herzustellen, aber auch weiterhin eben sicher zu bleiben. Wir werden weiter angegriffen werden, das wissen wir, so wie alle Firmen das werden. Wir schlafen aber jetzt sehr viel besser, das kann ich sagen. Vielleicht auch noch interessant oder wichtig zu sagen, es sind unseren Erkenntnissen nach keine Daten abgeflossen. Es sind auch keinerlei Kundendaten oder Kundenprodukte beteiligt gewesen. Da waren wir also noch sehr weit weg von dieser großen, großen Gefahr. Ansonsten geht es weiter. Mein Learning ist better be prepared. Also das Geld ist immer gut angelegt, auch wenn noch keine Notsituation eingetreten ist. Das werden sicher die meisten hier unterschreiben. Es ist leider allgemeinen Unternehmen eine Botschaft, die nicht gut gehört wird. Das wird vielleicht besser. Weiter, ich denke, ich bin am Ende. Genau. Vielen Dank. War ein paar Minuten länger. Ich bitte um Entschuldigung dafür. Damit bin ich fertig. Vielen Dank. Herr Dr. Horch, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für diesen
Input. Ich danke Ihnen auch dafür die Herausforderung angenommen zu haben, ein so komplexen Fall in sehr kurzer Zeit aufzuarbeiten und darzulegen und trotzdem auch noch die Key Learning Points mitzugeben. Also es geht wirklich darum, lernen Sie voneinander. Ich glaube, da gab es einige wichtige Details nochmal, wie zum Beispiel, ja, investieren Sie das Budget, ist es auf jeden Fall den Spaß wert, dass es ein Heidenaufwand ist, aber dass man es tatsächlich auch schaffen kann. Und das ist natürlich auch jetzt nicht darum geht, man hat es dann einmal geschafft und man ist jetzt für immer sicher, sondern es ist natürlich ein kontinuierlicher Prozess. Herr Dr. Heuchner, vielen, vielen, vielen Dank für diesen Input. Der war sehr wertvoll und ich wünsche Ihnen alles Gute natürlich und der HIMA Group bleiben Sie sicher, aber Sie sind jetzt auf jeden Fall gut gerüstet. Sehr gerne. Vielen Dank. Die guten Wünsche gebe ich gern zurück. Danke sehr. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben uns jetzt die letzten zwei Halbtage auch schon relativ viel über diese Thematiken unterhalten. Ja, Cyberkriminalität, was können wir da aktuell machen? Aber es lohnt sich natürlich auch mal der Blick in die Zukunft. Und mit dem Blick in die Zukunft, das möchten wir jetzt mit dem abschließenden Panel wagen. Das heißt, an diesen Security-Sprint anschließend ist jetzt auch schon quasi der Sprint durch den Münchner Cyberdialog quasi beendet. Nahezu, aber jetzt möchte ich noch an Herrn Heinz-Dieter Meyer übergeben. Er ist Direktor der Bundespolizei AD und übernimmt jetzt die Moderation des Folgepanels. Erstmal hier an dieser Stelle vielen lieben Dank, Herr Meyer. Ganz kurz noch zu Ihnen. Sie haben auch schon einiges erlebt. 4 Jahrzehnte Hubschrauberflugdienst, Spezialkräfte des Bundes bei Ländern in Fällen schwerster Kriminalität, Großveranstaltung, Katastrophenschutz und Rettungsdienst. Außerdem waren Sie CIO der Bundespolizei, Senior Advisor beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. 2015 hatten Sie dann Ihre Beamtenlaufbahn beendet und setzen dann aber jetzt als Coach für Führungskräfte und Berater für die Bereiche Strategie, ICT, Luft- und Raumfahrt Ihre Karriere fort. Herr Meyer, ich bin gespannt auf das Panel Ransomware, APTs, Missbrauch von Schlüsseltechnologien, Cyberkriminalität von morgen. Ich freue mich natürlich ebenso auf Ihre Gäste und bitte sehr. Ja, Herr Schäfer, ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, Sie können mich gut verstehen. Offensichtlich ja. Sie nicken, wunderbar. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich, mit einem so gut besetzten Panel heute zu arbeiten. Der Hörnspiegel hat da sehr, sehr interessante Leute zusammengebracht. Und es macht mir Spaß, dies zu übernehmen. Ich bitte um ein bisschen Nachsicht, sollte das ein oder andere Nebengeräusch bei meiner Seite Sie irritieren. Ich befinde mich zurzeit in Südtirol in einer holzverarbeitenden Fabrik. Da habe ich eine entsprechende Leitung auftreiben können. Zu den Gästen heute zählen wir Professor Dr. Gina Rosa Rollinger. Sie hat die Professur Soziologie und Kriminologie an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in Nordrhein-Westfalen. Mit ihr möchte ich heute auch beginnen. Frau Professor Wollinger, ich bitte Sie um Ihr kurzes Intro-Statement, auf das wir dann die weiteren Fragen aufbauen wollen. Die anderen Teilnehmer stelle ich im Zuge des weiteren Verlaufes kurz vor Ihrer Keynote vor, damit wir ein bisschen versuchen, Zeit einzuholen, um den ganzen Zeitrahmen nicht zu sprengen. Also, Frau Professor Wollinger, bitteschön, Sie haben die Bühne. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich möchte gerne einen Ausblick wagen auf Grundlage eines Forschungsprojektes. 5000 Unternehmen wurden repräsentativ befragt in Deutschland und hier zeigte sich 2019 bei der ersten Befragung die hohe Betroffenheit von Unternehmen. Wir haben danach gefragt, inwiefern ein Cyberangriff erlebt wurde, auf den reagiert werden musste. Also wir wollten nicht jeden Spam-Angriff aufnehmen. Und hier zeigte sich, dass 42% Angaben... Nach meiner Moderation hatte ich jetzt gerade zum weißen Bildschirm. Ich höre da noch so ein bisschen Nebengrund. Ich glaube, irgendjemand hat sein Mikro nicht aus. Ich darf noch mal alle Teilnehmer bitten, ihre Mikros so lange auszuschalten, bis sie jeweils aufgerufen sind. Dankeschön. Ja. Genau, also wir sehen eine hohe Betroffenheit. 41% gaben an, innerhalb eines Jahres mindestens einen Cyberangriff erlebt zu haben, auf den reagiert werden musste und gefragt nach überhaupt seit Unternehmensgründung war da der Anteil deutlich höher mit 65%. Wir haben ein Jahr später nochmal befragt. Das war dann direkt in der Corona-Pandemie, in den ersten Maßnahmen, Juli, September 2020. Da sehen wir nochmal eine Erhöhung, dass deutlich mehr angegeben haben innerhalb eines Jahres reagiert haben zu müssen, 60%.
Und das ist sicherlich etwas, was jetzt, wenn wir überlegen, wir würden die Studie ein paar Jahre nochmal durchführen, sicherlich auch von der Tendenz her ähnlich ist. Hohe Betroffenheit, zumal ja noch, kriminologisch reden wir so vom doppelten Dunkelfeld, das hier eine große Rolle spielt. Also viele Angriffe, die Unternehmen auch gar nicht mitbekommen, weil sie sie nicht registrieren, wie zum Beispiel im Bereich der Spionage. Was haben wir noch gesehen? Digitalisierungsschub hat ja die Corona-Pandemie mit uns allen nochmal gemacht. Die eh schon sehr digitale Arbeitswelt hat aber trotzdem auch hier nochmal neue Impulse bekommen. Wir haben gesehen, dass Homeoffice, Bring Your Own Device deutlich zugenommen haben und dass das auch im Zusammenhang steht mit bestimmten Risikofaktoren. Also Bring Your Own Device und Homeoffice führten eher dazu, also Unternehmen, die das eher machen, gaben auch eher an, dass sie Phishing-Angriffe erlebt haben. Also da sehen wir so eine Korrelation, dass es hier risikoerhöhend wirkt, und Bring Your Own Device steht auch im Zusammenhang mit einem erhöhten Risiko, Schadsoftware zu erleben. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch so für diesen Zukunftsblick mitnehmen können. Also da passiert ja gerade in dieser eh schon digitalen Arbeitswelt doch nochmal was, und das steht auch im Zusammenhang mit einem erhöhten Risiko für Cyberangriffe. Und wir sehen, wir haben es auch eben schon gehört, das gilt ja immerhin noch, dass Cyber Security nicht die höchste Priorität hat, gerade auch Unternehmen, die jetzt finanziell auch angeschlagen sind durch Corona. Auch da rutscht das in der Prioritätenliste noch weiter nach unten. Und ich denke, das ist etwas, was uns in Zukunft auch in diesem Sinne beschäftigen wird. Ja, Frau Professor Wollinger, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, um wir in der inhaltlichen Linie zu bleiben, würde ich gleich bei Ihnen, bevor wir zum nächsten Redner kommen, die ein oder andere Frage noch anschließen wollen. Sie haben ja selbst, wie ich bei der Vorbereitung festgestellt habe, in der analogen Welt sich intensiv mit dem Wohnungseinbruch beschäftigt. Und das ist ja durchaus vergleichbar mit dem Einbruch in die Privatsphäre auf digitaler Basis, der Sie sich jetzt zugewandt haben. Wie schätzen Sie die Aufmerksamkeit der Betroffenen, der potenziell Betroffenen eigentlich ein? Haben wir genügend Medienarbeit, dass den meisten klar ist, dass solche Bedrohungen bestehen? Oder haben Sie eher den Eindruck auch in Ihrer Studie gewonnen, dass diese notwendige Aufmerksamkeit, diese Attention auf dieses Problem noch nicht hinreichend ausgeprägt ist? Wie schätzen Sie das ein nach Ihren bisherigen Forschungen? Ja, ich mag den Vergleich mit Wohnungseinbruch eigentlich auch ganz gerne, weil da hat man so oft immer gehört, bei mir wird doch nicht eingebrochen, bei mir gibt's doch nichts zu holen. Und wir wissen, wie grundlegend falsch das für den Einbruch ist, weil überall, man findet überall was, und ob es was zu holen gibt oder nicht, sieht man halt auch oft erst, wenn es schon zu spät ist. Also diese Sensibilisierung, ne? Wir alle nehmen irgendwie teil anhand von IT-Technik, von digitalen Anwendungen. Und deswegen brauchen wir auch alle für Cybersecurity mit im Boot. Und das sehen wir einmal in der Studie, dass Unternehmen zwar technisch sehr gut aufgestellt sind, aber organisatorisch, was Mitarbeitersensibilisierung anbelangt oder auch mal das Nachprüfen, ob bestimmte Richtlinien eingehalten werden, sichere Passwörter benutzt werden, dass da noch viel Luft nach oben ist. Also dieser ganze Bereich Risikofaktor Mensch ist sicherlich eine Herausforderung. Und das hat was, und da bin ich dann vielleicht eher so soziologisch wieder unterwegs, natürlich mit bestimmten Lernprozessen zu tun, ne, wo wir dranbleiben müssen. Wir sehen es ja in anderen Kriminalitätsbereichen, wo es geklappt hat. Heutzutage lässt man seine Tasche nicht mehr offen im Auto liegen. Das sind Lernprozesse, das müssen wir auch hier schaffen. Und ich glaube, ganz relevant ist dafür erstmal die Sensibilisierung. Cybersecurity hat was mit mir zu tun, ne, sowohl als Arbeitnehmerin als auch als Privatperson. Und das schaffen wir nur, indem wir adressatengerecht hier vorgehen. Also ich glaube, jeder von uns kennt dieses Bild des nicht sichtbaren Täters in so einem Hoodie vor irgendeinem komischen dunklen Raum, wo ganz viele Zahlen anscheinend in der Luft rumschwirren. Ja, also mit welchen Bildern verbinden wir Cybercrime oder Cybersecurity? Das, so etwas ist nicht adressatengerecht. Ne? Da fühle ich mich nicht angesprochen. Das hat nichts mit meiner Lebensrealität zu tun. Und ich finde, da passiert auch gerade einiges, auch auf polizeilicher Seite, dass man hier auch umswitcht. Also das ist, glaube ich, so die Frage, wie können wir wirklich sensibilisieren und adressatengerecht die Leute ansprechen, weil ja, Cybersecurity ist eine gesamtunternehmerische Aufgabe, da brauchen wir alle im Boot. Ja, Sie haben eben schon in der Darstellung das angeschnitten. Es gibt ja für die anderen Kriminalitätsphänomene, beim Wohnungseinbruch war das auch der Fall, die kriminalpolizeilichen Präventionspogramme. Wie sehen Sie die Notwendigkeit, beziehungsweise wie könnte so etwas aussehen in diesem Deliktsbereich, über den wir heute sprechen?
Ja, ich meine, es gibt ja auch von der polizeilichen Präventionsberatung auch schon einige Konzepte. Also ich erinnere mich gerade auch in Bezug auf Mach dein Passwort sicher oder dergleichen. Das, denke ich mal, sind alles, klar, da muss auch die Polizeiberatung in diese Richtung gehen und gibt es auch schon gute Ansätze. Und Polizei hat immer den Vorteil, dass es neutral berät, ne, und im Bürgerkontakt ist. Also das sollte natürlich auch weiterhin so sein. Wir sehen auf Unternehmensseite leider, dass Polizei wenig adressiert wird. Also wir haben eine ganz geringe Anzeigebereitschaft. Und gefragt nach den Gründen zeigte sich, dass ja viele auch gar nicht wissen, an wen sich wenden sollen, gerade kleinere Unternehmen. Oder halt Angaben, war nicht so schlimm. Und ich glaube, Anzeigebereitschaft, das ist auch etwas, was wichtig ist, auch um die Sichtbarkeit zu schaffen für politische, polizeiliche Entscheidungen, dass auch sichtbar ist, was für eine Fallzahl wir haben und damit die Polizei da eigentlich auch so ein bisschen den Fuß in die Tür bekommt in diesem ganzen Bereich. Also bei unserer Befragung gaben 12% der Unternehmen an, überhaupt, die einen Cyberangriff erlebt haben, diesen überhaupt angezeigt zu haben. Da ist sicherlich auch noch Luft nach oben. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich bleibe in der wissenschaftlichen Linie und freue mich, dass wir Dr. Christian Rückert dabei haben. Dr. Christian Rückert ist Head of Cybercrime Research Group bei der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg. Und mir ist er aufgefallen mit einer sehr interessanten Stellungnahme zu einem Gesetzesentwurf, der sich mit der Erweiterung des Strafrechts und damit letztendlich dann ja auch mittelbar der Strafprozessordnung beschäftigt, den ich nur jedem empfehlen kann, mal nachzulesen, weil ich finde, der trifft das Problem ins Herz. Aber Herr Dr. Rückert, ich will Ihnen ja nicht den Stoff wegnehmen, das ist ja nicht meine Aufgabe. Ich freue mich, dass Sie uns zu dem Thema, das wir für Sie aufgerufen haben, uns informieren mögen. Und wir werden das genau wie bei Professor Wollinger anschließend dann noch ein bisschen vertiefen wollen. Sie haben die Bühne. Ja, vielen Dank, Herr Mayer. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Und wie Herr Mayer schon angesprochen hat, werde ich mich unter anderem in meinen Beiträgen dazu äußern, welche gesetzlichen Vorhaben sinnvoll oder vielleicht auch weniger sinnvoll sind in diesem Bereich. Ich glaube, es gibt, wenn man einen kleinen Blick in die Zukunft der Cyberstrafverfolgung oder der Strafverfolgung von Cybercrime wirft, drei Felder, in denen gerade sehr große Entwicklungen stattfinden und auch weiterhin stattfinden müssen. Das ist zum einen eben die Entwicklung von gesetzlichen Grundlagen für die Verfolgung von Cybercrime. Das ist zum zweiten die Intensivierung und Verbesserung der internationalen Zusammenarbeit, denn Cyberkriminalität ist Kraft Natur der Sache immer grenzüberschreitend oder zumindest in ganz, ganz vielen Fällen grenzüberschreitend. Dementsprechend ist die Zusammenarbeit auf internationaler Ebene zwischen Strafverfolgungsbehörden von extrem großer Bedeutung. Und als drittes und aus meiner Sicht fast wichtigster Teil der zukünftigen Bekämpfung von Cyberkriminalität ist die Ausbildung, die Weiterbildung, die Investition in Personal und Technik bei den Strafverfolgungsbehörden. Denn meistens scheitern wir nicht an den gesetzlichen Voraussetzungen, sondern wenn wir scheitern, dann scheitern wir daran, dass wir nicht genug Personal haben oder nicht genug ausgebildetes Personal oder technisch hinter den Cyberkriminellen herhinken. Wenn man die drei Dinge ins Verhältnis setzt, dann glaube ich, dass zumindest von politischer Seite im Moment zu viel Fokus darauf gelegt wird, neue Strafgesetze zu schaffen. Es gibt in diesem Bereich durchaus Deliktsfelder, in denen eine Überarbeitung der Strafgesetze Sinn ergibt. Das ist aus meiner Sicht vor allem die klassische Daten- und Computerkriminalität, also Paragraphen 202a fortfolgende, 303a fortfolgende. Die sind mittlerweile etwas in die Jahre gekommen und müssen an die aktuellen Phänomene angepasst werden. Die müssen vor allem auch aus meiner Sicht an die Strafrahmen und Verfolgungsbedingungen von Realweltdelikten. Frau Professor Wollinger hat ja schon den Wohnungseinbruchsdiebstahl angesprochen. Da liegen teilweise die Strafrahmen für Qualifikation und schwere Fälle deutlich hinter denen in der Realwelt, obwohl die Schäden, insbesondere die wirtschaftlichen Schäden, meistens sogar deutlich größer sind. In anderen Bereichen dagegen halte ich zu viel Strafgesetzgebung eher für schädlich, weil sie vom eigentlichen Problem ablenkt. Das betrifft zum Beispiel die Schaffung des 927 Strafgesetzbuchentwurf, der die Plattformkriminalität im Blick hat. Hier halte ich die Strafschärfung, die Straferweiterung für überflüssig, in Teilen sogar für gefährlich, weil neue Strafgesetze immer das Problem mit sich bringen, dass sie manchmal auch Dinge erfassen, die sie nicht erfassen sollen oder wollen. Und das eigentliche Problem im Bereich der Verfolgung von
kriminellen Plattformen liegt weniger im materiellen Strafrecht, sondern eher darin, dass diese Plattformen Verschlüsselungs- und Anonymisierungstechnologien verwenden und deswegen die Verfolgung sehr schwierig ist. Und ich glaube, dass wir hier besser beraten wären, mehr zu investieren in Technik und Personal als in neue Strafgesetze. Wir haben ja in dem Strafrecht das besondere Problem. Ich selber habe das schon mal erlebt, als es um Öle in den Weltmeeren ging, dass man da auch an die Strafgesetzgebungsgrenzen stößt, die sich durch internationale Situationen bzw. durch Grenzen ergeben. Denn das deutsche Strafrecht gilt nun mal zunächst mal nur auf deutschem Hoheitsgebiet. Nun werden viele dieser Angriffe vom Ausland ausgeübt. Wie schätzen Sie da die Möglichkeiten des Strafrechts an? Ich will jetzt nicht die Diskussion führen, ob Strafrecht von Tat abhält, das ist ja in sich schon auch ein Thema für sich, sondern sehen Sie da noch Möglichkeiten über internationale strafrechtliche Anpassungen oder auch durch Exekutivmaßnahmen innerhalb des Landes an diesem Problem etwas zu verändern, damit das zugunsten der Beseitigung dieser Phänomene eingesetzt werden kann? Also im materiellen Strafrecht haben oder im Strafanwendungsrecht stellt sich das Problem meistens nicht, denn wenn Angriffe gegen deutsche Unternehmen gefahren werden, dann haben wir zumindest einen Erfolgsort im Inland, also dementsprechend deutsches Strafrecht im Regelfall anwendbar. Das Problem ist eher die Verfolgung der Täterinnen und Täter, weil die sich eben im Ausland aufhalten, teilweise aus dem Ausland agieren, teilweise auch über verschiedene Länder hinweg verteilt sind. Und da ist eben besonders wichtig, dass die Strafverfolgungsbehörden eine gute internationale Zusammenarbeit pflegen mit anderen Strafverfolgungsbehörden. Das ist natürlich von Land zu Land sehr unterschiedlich. Da gibt es sehr erfolgreiche Modelle. Die letzten größeren Fälle, die durch die Medien gegangen sind, waren beispielsweise Emotet, Boys Town oder Trojan Shield, wo amerikanische Strafverfolgungsbehörden, französische und schwedische Strafverfolgungsbehörden beispielsweise beteiligt waren. In diesem Bereich funktioniert das sehr gut. Es gibt natürlich Länder, mit denen funktioniert es weniger gut. Das liegt aber eher an grundlegenden politischen Strukturen und weniger an deutscher Gesetzgebung. Da kann der Deutschland auch wenig dagegen tun. Eine Möglichkeit, die Strafverfolgung zu verbessern, bestünde darin, Betreiberinnen und Betreiber von großen Plattformen und Infrastruktursystemen, über die solche Straftaten begangen werden. Wenn wir jetzt beispielsweise in die sozialen Medien schauen, in dem Bereich der Äußerungsdelikte, dazu zu verpflichten, in Deutschland zumindest Ansprechpartner vorzuhalten, um zu verhindern, dass Täterinnen und Täter daran deswegen nicht verfolgt werden können, weil die Plattformen von deutschen Strafverfolgungsbehörden nicht erreichbar sind. Ja, Sie haben es schon angeschnitten, beim Netzdurchsetzungsgesetz haben wir ja auch schon diese Problematik, dass dort Akteure, sprich Plattformbereitsteller im Spiele sind, die für die Inhalte nicht unmittelbar verantwortlich sind und letztlich aber doch eine Art Beihilfe leisten. Sie haben das in Ihrer Stellungnahme beim Bundestag sehr schön ausgeleuchtet. Sehen Sie das ähnlich auf dem Bereich strafrechtlicher Verfolgung? Haben Sie da die Skepsis auch unter den jetzigen Strafbedingungen, dass dort Betreiber in strafrechtliche Rahmenbedingungen geraten können, die da eigentlich nicht hingehören? Die Gefahr besteht natürlich immer. Die besteht vor allem in Bereichen, in denen Anonymisierungs- und Verschlüsselungstechnologie angeboten wird, weil das so ein klassischer Dual-Use-Case ist, wie man im Neudeutsch sagt. Das sind natürlich Technologien und Anbieter, die auch für den Normalbürger extrem wertvolle Dienstleistungen anbieten, da es eben die einzige Möglichkeit ist, sich im Internet tatsächlich datenschutzfreundlich zu bewegen, seine eigene Kommunikation nicht aller Welt preiszugeben. Und das ist ja auch ein Ziel, das wir auch politisch in Deutschland verfolgen, weil dadurch natürlich auch die IT-Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger erhöht wird. Auf der anderen Seite bieten sich solche Technologien natürlich auch an, um von Straftäterinnen und Straftätern genutzt zu werden. Und da ist es teilweise sehr diffizil zu sagen, wie viel Verantwortung wir diesen Plattformbetreibern überhaupt zuweisen wollen, um denen zu ermöglichen, ihr Geschäftsmodell letztlich anzubieten. Und das ist ein sehr diffiziles Problem, das noch sehr vertiefte Diskussion, würde ich sagen, bedarf, inwieweit wir da eingreifen oder nicht.
Ich sehe schon, Sie werden nicht arbeitslos mit diesen Themen nach meiner Einschätzung. Dann darf ich übergehen zu Peter Michael Kesso. Mit Herrn Kesso teile ich eine lange gemeinsame berufliche Zeit. Wir beide waren bei der Bundespolizei. Er ist auch inzwischen im Bereich der Cybercrime unterwegs, was mich natürlich freut. Ich habe in meiner damaligen Funktion dieses Thema qua Amt betreiben müssen. Herr Kesso tut es jetzt aus eigener Initiative heraus. Er ist Geschäftsführer, Managing Director des German Competence Center Against Cybercrime e.V. oder Abkürzung G4C. Und lieber Peter Michael, ich bitte dich um deine Keynote. Es ist deine Bühne. Ja, herzlichen Dank für die Vorstellung, meine Damen und Herren. Für mich war es halt so, um direkt an die Worte anzuschließen von Heinz-Dieter Meyer, dass er der CIO war oder der CISO in der Bundespolizei und ich in meiner Funktion Gott sei Dank jemanden hatte, der sich um dieses Thema kümmerte. Das heißt also, ich habe mich eigentlich mit der Cyberkriminalität erst seit meinem Ausscheiden aus der Bundespolizei beschäftigt und bin insofern auch eher derjenige in unserer Organisation, der sich um die Themen kümmert, die etwas mit Netzwerk, etwas mit Kooperation oder mit PPP, Public-Private Partnership zu tun haben. Weil wenn ich die Worte meiner beiden Vorredner einfach mal so aufgreifen darf, das, was Sie jetzt aus Ihrer Position ein Stück weit mit dem wissenschaftlichen Ansatz dargestellt haben, versuchen wir bei G4C tatsächlich in die Praxis umzusetzen. Weil unsere These ist die, wenn wir Cybercrime bekämpfen wollen, dann müssen wir aufpassen, auch in dieser Republik, dass wir nicht von verschiedenen Stellen alle zentral auf die Opfer, ich nenne sie jetzt einfach mal Opfer, egal in welcher Kategorie, zugehen und damit in erster Linie große Verwirrung anstiften. Das betrifft aus meiner Sicht in erster Linie dann die kleinen und mittleren Unternehmen, die sich mit dem Thema weniger beschäftigen als zum Beispiel die großen Konzerne. Und unsere Aufgabe ist es eben, die Expertise der großen Konzerne, die Expertise der Kooperationspartner, zum Beispiel des Bundeskriminalamtes, des BSI oder auch zukünftig der BaFin. Wir reden ja auch über Banken und reden mit Banken und Versicherungen oder eben auch ausländische, internationale Partner, die wir inzwischen für eine Kooperation mit G4C haben gewinnen können. Also diese versuchen wir alle an einen Tisch zu holen, um tatsächlich den Unternehmen zu helfen, die eben nicht in der Lage sind, sich primär mit eigenen Maßnahmen zu schützen. Wir müssen natürlich auch, der Hinweis kam ja hier heute auch schon kurz, wir müssen natürlich auch immer wieder die Standards versuchen einzuhalten. Wir hatten vor 3 Wochen ein Frankfurter Autohaus, das mit einem Umsatz von 20 Millionen ebenfalls angegriffen worden ist. Ich kürze das ab, ich will das den Sachverhalt hier nicht ausbreiten, aber dieses Autohaus hatte seit Jahren seine Passwörter nicht geändert, hatte keine Firewall eingerichtet und hat mit Hardware gearbeitet, die ungefähr 5-6 Jahre alt war. Das sind die ersten Faktoren, über die man sich dann mit solchen Unternehmen unterhalten muss. Aber wir wissen natürlich, dass die Szene, die Kriminellen heute sehr viel besser aufgestellt sind. Die Verschlüsselungstrojaner, die Erpressungssoftware ändert sich quasi täglich. Sie sind weltweit vernetzt und professionalisiert, sodass eben im Grunde es für uns alle, für Staat und für Wirtschaft sehr schwierig ist, dagegen vorzugehen. Die Beispiele, die aktuell immer noch uns allen vor Augen sind, die aus Nordamerika, die Angriffe auf die Colonial Pipeline oder auf den Fleischproduzenten in den USA, das sind ja die sehr extremen Fälle, wo es dann auch um die Folgen geht, nicht nur um die Angriffe, sondern eben auch entsprechend um die Erpressung von Lösegeld, wenn wir beispielsweise über das Thema Ransomware sprechen. Also, ich fasse zusammen, G4C will Unternehmen aus der kritischen Infrastruktur, aus dem normalen Wirtschaftsbereich und die Behörden und Organisationen, die sich mit der Bekämpfung der Cyberkriminalität beschäftigen, an einen Tisch bringen und diesen Informationsaustausch so gewährleisten, dass wir denjenigen helfen, die zukünftig Opfer sein können. Dankeschön. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Kesso. Wir haben ja in Ihrer Keynote einen Beispiel gehört über ein Frankfurter Autohaus und das stößt geradezu auf
die sehr, sehr komplexe Lieferkette in der Automobilindustrie. Da sind eine Unmenge von Unternehmen beteiligt, angefangen von kleinsten Handwerks- über mittelständische zu Großunternehmen. Und was das Cyberabwehrthema betrifft, sind die natürlich auch unterschiedlich ausgestattet. Große Unternehmen haben CISO-Abteilungen mit Mitarbeitern, die sich nur dem Thema zuwenden. Bei den Mittelständlern dürfte das wohl weniger sein. Auch werden sie unterschiedlich adressiert. Was könnte man da tun, dass über solche Lieferketten auch ein ähnlicher Standard erreicht wird in der Abwehr? Haben wir da in Deutschland schon Strukturen, die so eine Breite adressieren? Oder ist das doch mehr oder weniger spartenartig derzeit organisiert und damit noch nicht so effektiv? Wie schätzt Sie das ein? Ja, ich glaube, wir sind noch im Feld der zweiten Hypothese. Das heißt also, entsprechende Grundlagen, vielleicht sogar gesetzliche Grundlagen, von denen Dr. Rückert hier heute gesprochen hat, gibt es aus meiner Sicht zu diesen Themen bisher noch nicht. Wir sind einfach hier auch auf den Zusammenhalt der Wirtschaft angewiesen mit Unterstützung der Behörden, die sich um diese Fälle kümmern. Es ist einfach so, dass die Fälle, dass eben nicht das große Unternehmen angegriffen wird, sondern dass aus der entsprechenden Lieferkette ein kleineres Unternehmen angegriffen wird, das sofort zu einem entsprechenden Produktionsausfall führt. Beispiele gibt es ja dafür inzwischen auch zu Genüge. Und es zeigt sich, dass wir hier gemeinsam vorgehen müssen. Meine Idee ist es, und das ist auch sozusagen eine Grundidee von G4C, dass auch das kleine Unternehmen und das große Unternehmen sich über dieses Thema unterhalten, dass vielleicht sogar als Vision das große Unternehmen, also der Automobilhersteller, seinem Zulieferer mehr oder weniger vertraglich verpflichtet, sich entsprechend zu schützen. Das ist nämlich ein Grundproblem immer noch, auch in den vielen Jahren, in denen wir jetzt mehr und mehr und auch ein Stück weit professioneller über das Thema Cybercrime sprechen. Die deutsche Wirtschaft geht oftmals, nicht immer, aber oftmals noch davon aus, dass Sicherheit ein Element ist, was sozusagen kostenlos zur Verfügung gestellt wird oder anders formuliert, was kein Geld kosten darf. Das ist noch so, und da müssen wir gemeinsam ansetzen und versuchen, auch davon zu überzeugen, dass Sicherheit heute Teil des Management ist, des Supply Managements auch, und dass hier ganz klar Vorgaben gemacht werden, Vorgaben natürlich in Anführungszeichen, Empfehlung ist vielleicht der bessere Begriff, um sicherzustellen, dass eben die Produktion und damit die Wirtschaft in Deutschland weiter funktioniert. Cyberabwehr, Cybercrime-Abwehr ist Teil des Wirtschaftsschutzes, und so müssen wir das verstehen und müssen das auch in diesem Element entsprechend forcieren und verkaufen. Ja, eben fiel schon das Stichwort Human Factor als wesentlicher Bestandteil. Ich selbst habe es auch im Bereich der Luftfahrt erlebt, dass die menschlichen Faktoren der größere Ort für Unfallgründe darstellt und weniger die Technik irgendwann. Und ich glaube, wir sind auch derzeit in der IT in einer ähnlichen Phase. Welche Eindrücke hat das C4G aus den Gesprächen mit verschiedensten Kunden in unterschiedlichsten Ebenen, die da ja stattfinden, ob die Homeoffice-Zeit durch Corona dieses Problem gerade des Human Factors vergrößert hat? Wie schätzen Sie das ein? Ja, das ist, man könnte fast jetzt die Antwort von eben nochmal wiederholen mit ein paar anderen Begriffen drin. Auch hier sind wir noch in einer Phase, nach meiner Einschätzung, wo wir noch sehr viel leisten müssen. Wir erinnern uns alle zurück, letztes Jahr, vielleicht auch noch die letzte Hälfte des Jahres davor, 2019, wo also begonnen wurde, aufgrund der Pandemie diese Homeoffice-Geschichte dermaßen zu forcieren, dass im Grunde auch hier wieder der Faktor Wirtschaft, Produktivität an Nummer 1 gesetzt wurde und die Sicherheit keine Rolle spielte. Unter dem Motto, der Mitarbeiter kann nicht zu Hause sitzen, der muss arbeiten. Also geben wir ihm einen Laptop mit. Ach, du hast einen Computer zu Hause, wunderbar. Dann machen wir das über das offene Netz und du kannst deine Vorgänge zu Hause bearbeiten. An die Sicherheit hat in den ersten Monaten keiner gedacht. Nach und nach hat man dann erkannt, dass das natürlich unheimlich wichtig ist. Alte Geschichten wie VPN und so weiter kamen dann ins Gespräch und man hat natürlich dann auch versucht, diese Technik herzustellen. Human Factor heißt, ich habe natürlich dann im Weiteren auch dafür zu sorgen, dass der Mitarbeiter so sensibilisiert ist, dass er zum Beispiel dann auch
das, was in seinem beruflichen Umfeld passiert, mit seinem privaten Umfeld zu trennen ist, dass das nicht über einen Rechner laufen darf, dass die Angriffe und die Angriffsvektoren keinen Halt machen vor privaten oder keinen Unterschied machen vor privaten und beruflichen Rechnern. Also hier besteht für mich ein großer Bedarf, auch innerhalb dieser Fortbildungsfragen, die dabei entstanden sind, immer wieder zu sensibilisieren. Wir haben ja in dem Zusammenhang mit dem Behördenspiegel, mit der Cyberakademie auch eine Kooperation. Wir wollen auch gemeinsame Fortbildungsmaßnahmen auflegen, auch für diesen Fall. Also es ist ganz wichtig, und die Frage, ob dieses Homeoffice bleiben wird oder nicht, ist auch noch nicht entschieden, selbst wenn wir uns jetzt langsam dem Ende der Pandemie nähern. Es gibt ja bereits Zahlen, dass also das deutsche Reisemanagement zum Beispiel festgestellt hat, dass 90% der beruflichen Dienstreisen ausgefallen sind, was ja bedeutet, die Leute reisen nicht mehr so viel, und das spart natürlich enorm viel Kosten. So. Jetzt könnte man natürlich wieder etwas ketzerisch sagen, die Unternehmen, die also die Reisekosten sparen, dieses Geld könnten sie doch sicherlich dann jetzt mal in die Technik investieren oder in die Fortbildung der Mitarbeiter. Das ist natürlich auch ein Wunsch. Unser Thema ist ja, wir wollen nach vorne gucken. Da muss auch noch sehr viel passieren. Ja, ganz herzlichen Dank. Nachdem wir uns dem Thema von der wissenschaftlichen Seite genähert haben, über die Prävention, die Herr Kesso etwas ausgeleuchtet hat, kommen wir nun mehr in den exekutiven Bereich. Während wir alles zumachen wollen und Zugriffe verhindern, ist die Titus natürlich in der Diskussion geraten, insbesondere in bestimmten politischen Ecken, als in der Frage, dass sie keine Lösung darstellt, sondern möglicherweise auch ein Problem ist. Denn wenn ich dem Kriminellen auf die Spur gehen will, dann habe ich Türen, die ja auch Kriminelle selber nutzen können. Deshalb begrüße ich ganz herzlich Herrn Dirk Lagefehn. Er ist Abteilungsleiter in der CITES. Ich lasse die Abkürzung muss ich erläutern. Die zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich ist dort Abteilungsleiter, Geschäftsleiter Telekommunikationsüberwachung. Ein sehr schwieriges Thema. Auch ich musste mich dem mehrere Jahre zuwenden. Es ist ein interessantes, aber schwieriges. Und Herr Lagefehn, Sie haben ebenso einige interessante Aspekte zu dieser Problematik, die wir hier heute erhören. Und insoweit übergebe ich Ihnen die Bühne. Ja, Herr Mayer, vielen Dank für die Begrüßung und auch für die Erklärung des CITES. Dann kann ich mir das sparen, diesen langen Namen auszusprechen. Ja, Exekutive, wir sind ja nicht direkt die Exekutive, sondern ich würde uns mehr als, sag ich mal, die Rhythmussektion der Exekutive beschreiben. Wir machen nicht die Musik als Leadsänger oder sonstiges, stehen nicht in der ersten Reihe, sondern wir sind im Hintergrund und sorgen dafür, dass alles gut klingt. Ich möchte hier, was Sie gerade gesagt haben, dass die CITES im Rampenlicht steht, bezüglich, dass wir Türen nutzen, die auch Kriminelle nutzen können. Da ist, glaube ich, ganz wichtig, oder das Motto auch unserer übergeordneten Behörde des Innenministeriums, dass man sagt, Sicherheit mit Durchverschlüsselung und Sicherheit trotz Verschlüsselung. Und wenn man die Kryptopolitik der Bundesregierung sich anschaut, sag mal von Ende der 90er Jahre, die ja jetzt dann auch schon mittlerweile 20 Jahre Bestand hat, da ist ja ganz klar geregelt, dass man sagt, Deutschland möchte die Verschlüsselung vorantreiben. Es ist wichtig zum Schutz unserer Infrastrukturen, es ist wichtig zum Schutz der Endgeräte, es ist wichtig zum Schutz unseres Wohlstandes, wie ja, sag ich mal, auf dieser Veranstaltung auch mehrfach gezeigt wurde, dass hier hohe wirtschaftliche Schäden verursacht werden können oder auch Reputationsschäden oder andere. Nichtsdestotrotz sagt die Kryptopolitik aber auch, dass die Sicherheitsbehörden Fähigkeiten haben müssen, um Verbrechen bekämpfen zu können. Und das ist zum Beispiel, wie es gerade schon gesagt wurde, das Thema Verschlüsselung. Verschlüsselung ist etwas, was sehr, sehr gut ist, diese Technologie, um uns zu schützen, wird aber auch durch Kriminelle missbraucht. Und was natürlich nicht sein kann, ich sag mal, Thema Wohnungseinbruch, wir machen viele Initiativen, Aktivitäten, um die Wohnungseinbruchzahlen runterzubekommen. Das ist, sag ich mal, den Innenministern, den Ländern, den Polizeien der Ländern auch sehr, sehr gut gelungen. Und gleiche Aktivitäten müssen wir natürlich auch im Cyberraum machen, weil es dort nicht sein kann, dass dort Dinge erlaubt sind und möglich sind, die in der normalen Welt einfach nicht geduldet werden würden. Und deswegen sehe ich unsere Aufgabe, wir haben diese Thematik, sag ich mal, Sicherheit trotz Verschlüsselung. Unsere Aufgabe ist es zu überlegen, wie entwickeln wir Technologien für die Sicherheitsbehörden des Bundes, wie zum Beispiel das BKA, das Bundesamt für Verfassungsschutz,
die Bundespolizei, dass sie ihren gesetzlichen Auftrag gerecht werden können. Weil man könnte es dem Bürger auch nicht erklären oder den Bürgerinnen und Bürgern nicht erklären, warum die Behörden des Bundes nicht in der Lage sind, Strafverfolgung auch im Cyberraum zu betreiben, weil, sag ich mal, sie die Technologien nicht beherrschen. Und das ist auch der Grund, warum die CITES gegründet wurde, um zu sagen, der Bund muss Technologien wieder beherrschen, der Bund muss Technologien verstehen. Und man hat gesehen, dass in den Bundesbehörden, die sind mit Sicherheitsaufgaben, sind sehr stark konzentriert auf natürlich den Einsatz, die Einsatzlagen. Man muss auf sich dem operativen Auftrag ausrichten. Und deswegen hat man gesagt, man braucht im Hintergrund eine Behörde, die in der Lage ist, sich nur mit der Technologie zu beschäftigen, diese Technologie zu verstehen, diese Technologie in die Zukunft zu denken. Und das machen wir hier bei der CITES in München mit absoluten Expertinnen und Experten, die sich wirklich mit den verschiedenen technologischen Herausforderungen auseinandersetzen können. Und ein wichtiges Thema, wir haben ja auch heute im Thema Cyberkriminalität von morgen. Wir haben nicht nur Entwicklungs-, sondern auch Forschungsbereiche und schauen auch in die Zukunft. Was ist denn, welche Technologien kommen in der Zukunft, die auch zum Beispiel durch Cyberkriminelle missbraucht werden können? Für mich ist KI da ein sehr, sehr großes Thema. Sagt man, ein großes Dialogthema im Moment. Wie regulieren wir KI? Wir wissen nur, dass Kriminelle sich selten regulieren lassen und deswegen wird der Missbrauch von zum Beispiel künstlicher Intelligenz und Methoden der künstlichen Intelligenz zunehmen. Und deswegen ist es aus unserer Sicht ganz, ganz wichtig, diese Technologien zu verstehen, Szenarien mit unseren Partnerbehörden zu durchdenken, wie wir diesen Missbrauch vorbeugen können. Und sag mal, deswegen sehe ich die CITES als wichtigen Teil der Cybersicherheit, weil es ist nicht nur die IT- und Informationssicherheit, sondern es ist die Strafverfolgung, es ist die Prävention, die auch in der Lage sein muss, ihrem operativen Auftrag nachzukommen. Und deswegen muss man das sehen, wie ich gerade schon anfangs gesagt habe, die Rhythmussektion. Wir gehören, glaube ich, dazu und sind elementarer Bestandteil dieser Cybersicherheitspolitik und jetzt auch im Eckpunktepapier Cybersicherheitsstrategie der Bundesregierung ist ja auch geplant, die CITES weiter auf- und auszubauen. Also man erkennt den Bedarf einer solchen Organisation. Und was ich dazu noch sagen möchte, auch zum Thema Strafrecht oder sonstlicher rechtlicher Weiterentwicklung, wir werden mittlerweile auch gerne konsultiert als technische Ratgeber, weil die Technologie entwickelt sich so schnell, dass, sag ich mal, die Gesetzgebung und all die Diskussionen, dass diese technische Beratung hier notwendig ist, um zu sagen, was ist heute technisch möglich, was entspricht der Realwelt und wie müssen Gesetze gestaltet werden, um den technischen Gegebenheiten heutzutage gerecht zu werden. Also hier, sag ich mal, ein rundes Portfolio und diejenigen, die uns als reine Hackerbehörde sehen, ich glaube, wenn man sich die Berichterstattung anschaut und all die Dinge, die wir auch öffentlich tun, dann wird man sehen, dass CITES viel, viel vielschichtiger ist und auch einen sinnvollen Beitrag zur Cybersicherheitsstrategie leistet. Ja, vielen Dank für diesen Erstaufschlag. Ich selber habe auch gesehen, dass es sehr, sehr schwer ist, Fachleute zu bekommen in der IT-Branche. Wir sind noch mit Polizisten, die wir, ich habe sie mal Hochschuladmins genannt, entsprechend entwickelt haben und wissen, dass wir heute ganz andere Gelder brauchen. Es hat ja auch zum Ziel, diese Fachleute zu bündeln für alle Behörden, weil so viele gibt es nicht am Markt und auch Arbeitsplätze zu schaffen. Wie ist denn da die Situation des Office mit solchem Fachpersonal bei Ihnen Status heute? Ja, also zum Glück sind wir in der Lage, hier unsere Stellen zu besetzen. Und wenn Sie auf die Webseite der CITES schauen, haben wir auch wieder gerade wahnsinnig viele Stellen in der Ausschreibung. Und was wir feststellen, sag mal, dass die CITES im Bereich der Fachleute Cybersicherheit als interessanter Arbeitgeber gesehen wird, aufgrund der Tätigkeiten, die wir machen. Man hat uns gerne im Lebenslauf. Ich glaube, wir werden viele Spezialisten haben, die auch, sag mal, 1, 2, 3, 4 Jahre bei der CITES verbringen, dann wieder wechseln. Dem stehen wir auch offen gegenüber. Und dadurch ist es uns gelungen, dass die Behörde mittlerweile weit über 200 Mitarbeitende hier am Standort München hat und auch weiter einstellt. Also der Plan ist, noch in diesem Jahr auf über 300 Mitarbeitende zu kommen. Und wenn man überlegt, dass wir erst im April 2017 gegründet wurden, dann sehe ich das schon als großen Erfolg an, hier die entsprechenden Fachleute zu bekommen, auch in den verschiedenen Disziplinen, also sowohl im Bereich der Telekommunikationsüberwachung als auch der Big Data Analyse, der Kryptoanalyse und auch der digitalen Forensik.
Wir haben natürlich als CITES versucht, neue Wege zu gehen in der Personalrekrutierung, uns als attraktiven Arbeitgeber zu präsentieren, sind auch nach außen gegangen. Und wie gesagt, das ist uns bis jetzt ganz gut gelungen. Und durch die engen Partnerschaften mit Forschung und Industrie gelingt es uns auch, am Stand der Technik zu bleiben. Und das ist das, was viele junge Menschen auch interessiert. Die wollen interessante Aufgaben, die wollen sich mit Technologie beschäftigen, die wollen neue Dinge denken. Und mittlerweile stelle ich fest, dass der Staat als Arbeitgeber auch bei vielen jungen Menschen wieder attraktiv wird. Sag ich mal, das, was sich mittlerweile in der Wirtschaft in einigen Bereichen doch so durchgesetzt hat, dass viel Dynamik herrscht, dass viele Änderungsprozesse da sind. Da gibt es so den einen oder anderen, der sagt, möchte ich das in meinem Leben haben, dieses Stichwort Work-Life-Balance. Und deswegen, sag ich mal, können wir uns als Arbeitgeber hier auch im Münchner Raum behaupten. Na, das hört sich ja erfreulich an. Dann habe ich eine Frage mit Blick auf die Zeit. Sind wir dem Ende entgegengekommen? Eine Rundreise nochmal über Sie vier. Sie haben alle einen Wunsch frei, wie Ihr Ziel morgen besser erfüllt werden könnte. Und wir unterstellen mal, die Bundesregierung würde Ihren Wunsch umsetzen oder eine passende Landesregierung. Wie sähe da Ihr Wunsch aus? Fangen wir bitte bei Frau Professor Wollinger an. Ja, ich glaube, mehr Sensibilisierung, mehr Kompetenz, Medienkompetenz, schon die in verschiedenen Bildungssystemen ansetzt, adressatengerecht ist und dass dieses ganze Thema IT-Sicherheit nicht nur unter IT-Lern ausgehandelt wird, sondern dass es da auch zukünftig mehr gemeinsamen Austausch verschiedene Perspektiven unterschiedlicher Disziplinen gibt, weil ich glaube, das brauchen wir ganz dringend auch in diesem Bereich. Vielen Dank, Herr Dr. Rückert. Ich glaube, der passiert in Teilen schon. Ich würde mir wünschen, mehr interdisziplinäre Zusammenarbeit gerade für den Gesetzgebungsprozess stattfindet, und zwar im Vorfeld, dass nicht aus einer politischen Idee raus Gesetze, die letztlich ausschließlich aufgrund politischen Aktivismus teilweise eingebracht werden, sondern dass mit mehr Dialog stattfindet, mehr Austausch stattfindet zwischen Technikern, zwischen Juristinnen, zwischen Politikern, um hier letztlich mit der Gesetzgebung ein wenig näher an das zu kommen, was die tatsächlich brauchen, und ein bisschen weiter weg zu kommen von Gesetzen, die am Ende vielleicht mehr schaden als nutzen. Vielen Dank. Herr Kessow? Ja, ich wünsche mir beides, das von Frau Professor Wollinger und von Dr. Rückert. Wir müssen im Bereich der Bekämpfung der Cyberkriminalität enger zusammenrücken. Wir müssen professioneller in diesem Bereich vorgehen. Das betrifft einmal auch nicht nur die Prävention, sondern auch die Reaktion in dem Bereich. Es ist heute nur kurz angeklungen, dass eben die Polizeibehörden zum Beispiel, was die Strafverfolgung angeht, sicherlich in der Lage sind, das zu erledigen. Aber eben die Frage der Hilfe, der Unterstützung, der Wiederherstellung von Daten, der kompromittierten Daten, da gibt es noch große Defizite. Und da wünsche ich mir, dass wir da enger zusammenrücken und gemeinsam einen Weg finden, um diesen Kampf aufzunehmen. Ob wir ihn gewinnen werden, glaube ich nicht, aber es ist eine große Hoffnung bei mir. Vielen Dank. Herr Lagefehn? Ja, was ich mir wünsche, ist die kritischere Auseinandersetzung mit beiden Themen, sowohl IT-Sicherheit als auch den Cyberfähigkeiten der Strafverfolgungsbehörden, um hier wirklich zu sehen, dass beides notwendig ist und nur beides im gemeinsamen Zusammenspiel hier erfolgreich sein kann. Das Mantra, was viele im Bereich der IT-Sicherheit, alles muss verschlüsselt werden und alles muss immer verschlüsselt werden und wir dürfen hier gar keine Ausnahmen zulassen. Das wird die Handlungsfähigkeit des Staates in gewissen Bereichen einschränken oder man findet Alternativlösungen, aber hier den offenen Dialog zwischen beiden Seiten, den hätte ich gerne und da gibt es so die ersten guten Pflänzchen und das sollte man weiter ausbauen. Also zeigt ja heute auch, dass die CITES auf so einem Forum sprechen kann und darf, dass das hier durchaus gesehen wird. Ganz herzlichen Dank. Ja, ich danke allen vier Akteuren für den heutigen Tag. Ich fand es super interessant, sehr abgerundet, was das Thema betrifft und danke auch dem Behördenspiegel, dass er das veranstaltet hat. Und mein Wunsch ist, dass wir solche Dinge fortsetzen, dass dieser Austausch intensiviert wird,
zwischen der Forschung, mit den Juristen und auch der Exekutive sowie den beratenden Institutionen, damit wir die Cybersicherheit in das Level bringen, wo sie einfach hin muss, weil es wird ein Thema der Zukunft bleiben. Und insofern danke ich auch den Zuhörern, dass sie sich heute diesem Thema zugewandt haben und darf zurückgeben an Herrn Schäfer. Vielen Dank, Herr Mayer, und auch nochmal vielen Dank von meiner Seite aus an alle Panelisten und Panelistinnen für dieses abschließende Panel und auch mit den schönen Ausblicken oder mit den Wünschen, was die Zukunft der Cybersicherheit angeht. Und das wäre jetzt also dann quasi mein Wunsch an dieser Stelle, dass wir dann alle gemeinsam dazu beitragen, diese Hoffnungen und Vorhersehungen und Wünsche auch in die Realität umsetzen zu können. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist jetzt pünktlich beim fast der 40 Grad gefühlt Grenze erreicht. Das heißt, das ist jetzt auch sozusagen das Ende des diesjährigen Münchner Cyberdialogs 2021. Ich hatte diese Hoffnung auch schon letztes Jahr prognostiziert. Ich möchte sie wiederholen, dass wir uns doch vielleicht nächstes Jahr wahrhaftig und leibhaftig in München wieder begegnen. Es hat mir große Freude gemacht, hier von dem Büro aus den Münchner Kongress, den Münchner Cyberdialog, den Kongress zu moderieren. Es hat mir sehr Spaß gemacht, mit Ihnen, lieben Teilnehmende, in Interaktion zu sein, zu sehen, wie sich die Dynamik hier entwickelt. An dieser Stelle natürlich auch nochmal ganz herzlichen Dank an alle Referenten und Referentinnen, ohne die das natürlich überhaupt nicht möglich wäre. Auch großen Dank nochmal an unsere Kooperationspartner, den BVMW, den BDK und Deutschland Sicher im Netz. Dazu natürlich auch nochmal unsere weiteren Partner CyberEason, CrowdStrike und NCP. Ich sage jetzt noch zum 100. Mal Danke. Ich möchte aber auch danken, was man ja häufig vergessen mag an solchen Stellen. Ich meine, wir sind jetzt online, es ist ein Online-Kongress. Deswegen auch an dieser Stelle ganz herzlichen Dank noch an Stefan Wilge und Theresa Henske, die im Hintergrund quasi die Regie und die Technikchecks durchgeführt haben und hier für einen reibungslosen Ablauf gesorgt haben. Ich glaube, wir hatten zweimal einen kleinen Mikrofonausfall. Das heißt, einmal hatte ich auch gestern ein kurzes Oh, hoppala. Da war wohl das Mikrofon noch auf stumm geschalten. Aber ansonsten auch alles wieder wunderbar geklappt. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen, liebe Teilnehmer, alles Gute. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie vor allem sicher. Hören Sie auf die Ratschläge, die Sie gehört haben und die Erkenntnisse, die Sie hier mitnehmen. Und dann darf ich zuletzt noch darauf hinweisen, einerseits IT-sicher, Datenschutz, sehr komplexes Thema, verlangt nach viel Know-how. Deswegen bilden Sie sich gerne fort auf den Angeboten der Cyberakademie www.cyber-akademie.de. Der nächste Termin für den Münchner Cyberdialog wird dann auch so schnell wie möglich auf www.münchner-cyber-dialog.de bekannt gegeben. Und dann in nicht allzu ferner Zeit im September, und zwar vom 9. bis 10. September, findet dann auch die diesjährige PITS statt, auf die ich an dieser Stelle noch hinweisen darf. Und jetzt wirklich zum letzten Mal vielen Dank, bleiben Sie gesund und dann bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, danke sehr.